Weil The Banner Saga rauskommen auch war. Was ist Vielleicht mal das? auf Steam gucken. Banner Saga habe ich doch mal so ein Mini-Let's Show draus gemacht. Banner Saga Factions war es, glaube ich. Gibt's aktuell kostenlos. Das ist die Multiplayer-Variante dazu. Und das ist so ein taktischer. Ja, falls. Ich weiß jetzt nicht, ob du so eine Rundentaktik im Schachbrett-Look kennst. So wie eben. Ach, Might wie and hieß das? Magic oder Heroes of Might and Magic? Naja, ein bisschen anders ist es schon. Also Nicht ganz. Ja, in die Richtung in etwa, aber mehr so wie Advance Wars oder ja, in die Richtung wird es ungefähr, also auch so, ja, hatte ich mal ein kurzes Video drüber gemacht, wie gesagt, das ist so ein, wo du so Wikinger spielst und jeder hat eine andere Funktion und jeder Ach kann was genau, doch, anderes. doch. Ja, so wie Heroes Dieses, eigentlich. so in etwa, ja. Da kommt jetzt bald die Singleplayer-Variante dazu raus, da freue ich mich schon drauf. Bei so einer Spiele stehe ich voll. Ja, ist ganz cool. Weil ich hier sowas auf Multiplayer-Basis ist nicht meins, aber Singleplayer mit Story und Eroberung und gerade Wikinger und sowas ist das sowieso mein Metier. Ich muss ja noch die Serie Vikings gucken. Da muss ich auch noch mal hinterher. Okay. Gibt's so eine Serie, die soll sogar ziemlich gut sein. Ist zwar nicht so aufwendig produziert wie Game of Thrones, soll aber auch ähnlich toll sein, habe ich gehört. Also einige meinten, dass die Auch wohl recht ziemlich gut ist brutal, oder und was? auch auf ja und auch auf wahren Begebenheiten beruht, weil es ja um den einen Wikinger geht, den es halt wirklich gab. Herger, oder was? Herger, der Wikinger. Nee. Ich muss hier bei Steam offline gehen. Nicht für Leute online, ja. Tut mir leid, Leute, aber es geht so nicht. Und offline. Gehe ich mal in den Shoot. Au! Du Arsch! Also Soß. nicht du, sondern die. Waren das jetzt alle? Dein Mistviecher. Was ist denn das Child's Play von Steam? Oh? Child's Play? Naja. Boostdown. Child's Play Pack. Ach so, Support Charity, be a Saint. Kannst du nämlich, wenn du Saints 3-4 holst, kannst du Charity, Child's Play irgendwie unterstützen. Okay. Gerade bei Auch nicht Saints schlecht. Row. Banner Saga, gucken wir mal, wann das released. Sollte ja eigentlich schon früher rauskommen. Factions, Free to Play, Pillage Pack. Kommt es irgendwie noch nicht. Schade. Habe ich ja, Hypermage. Also ich habe gerade meinen Ring aktiviert. Zwar nicht ganz absichtlich, aber ich lasse es jetzt mal so. Ich versuche es einfach, ob ich die Gargoyles schaffe. Könnte natürlich ins Auge gehen, weil die sind ganz ziemlich garstig mit Feuer, mit Magie, meine ich. Ich habe auch kein 100% Blockschild, das ist ein Problem. Oh nee. Nein! Jetzt kommt der anderen Spalt mir Feuer ins Kreuz. Ja. Ja. Magie only ist Kacke. Ich hätte erst was anderes machen sollen. Vielleicht einfach nur Das 100 Breitschwert Gramm only. gebrannte Mandeln, 5,50 €, was? Was? Wer? Wie? Wo? Was? Wer zahlt denn sowas? Ja, niemand. Das ist echt ein bisschen dreist. Hört sich an wie Oktoberfest. In der Irgendwie Masse oder sowas, sowas. Weihnachtsmarkt wahrscheinlich jetzt so aktuell zur Zeit. Nee, also. Ich weiß nicht, sowas meide ich ja generell. So Dinger, wo es. Keine Ahnung, da kaufst du dir einen Tee oder so, kostet dich 3 Euro. Das finde ich ja eh richtig dreist. Ja, sicher. Es ist nur, falls man noch ein Geschenk oder so sucht und da was kann man mal was Nettes finden, aber die Hälfte davon besteht ja eh nur aus Kommerz oder Fressalien. Und da brauchst du nicht auf den Weihnachtsmarkt für zu gehen. Aber an sich, die Grundidee finde ich gar nicht so unschön. Ja. Man kann es mal machen mit den Kindern oder so, oder?
Ja. Wenn man Kinder hat. Oder mit einer begehrten Dame. Ja, da musst du zeigen, wie viel Geld du hast, und kaufst dir erstmal so einen Glühwein für 5 Euro. Kaufst du erstmal gebrannte Mandeln für 5 Euro. Ja. Diese kleinen Mistviecher hier, lass mich in Ruhe. Guck mal, jetzt schleppe ich die alle hinterher. Brrrt. Bep, 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 bep. Die Physik schon Engine. Engine ist schon lustig. Gang, ne? Ha? Ja. Gleich sieht man es ne? Im Stream. Ja, das ist meine Gang. Die Notausgang ist das. So. Bestimmt diese Wasserkochernudeln, Butter Bread Shoe. Bye. Kann ich mir jetzt nicht mehr machen. Wie, warum? Ja, weil mein Wasserkocher kaputt ist. Ich muss mit meinem Wasser im Kochtopf kochen. Das ist First World Problem. Ich glaube, hätte ich keine Mikrowelle, würde ich auch so einiges nicht mehr machen können. Oh, jetzt bleib doch mal stehen, du Mistvieh. Der hoppelt da rum wie so blöde. Ein bisschen müde. Machst du den Kaffee? Nee. Käffchen. Mit Milch und Zucker. Nee. Ich will nix, Mädchen. Kennt ihr den? Na. Nee. Echt nicht? Kein Pardon? Macht mir gar nichts. Alter Schwede, wie kann man kein Pardon nicht kennen? Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen, Batzen. Aber nur den ganzen Batzen. Leute, wenn ihr den Film nicht kennt. Mit Harpe Kerkeling. Kein Pardon. Bester Film, Leute. Bester Film. Wovon im Automat steht und dann so, bitte drum die jetzt ihre persönliche Glücksmelodie. Och, Leute. Da hat die Elisabeth Volkmann noch mitgemacht. Die Stimme von Marge Simpson, die alte. Ach, oh, okay. Die hat da noch gelebt. War mit irgendwie Marge so ein Film aus den 90ern. Der Rest waren böhmische Dörfer. Ja, ja gut. Das ist auch die einzige Assoziation, die ich zu Harpe Kerkeling so habe. Harpe Kerkeling ist spitze. Also, was der für Dinger drauf hat, das ist Wahnsinn. Das ist ein Verwandlungskünstler vor dem Herrn, du. Alleine schon hier sein, wie heißt er? Schnappatmung. Ich habe nur einen Heimkehrknopf. Horst Schlemmer, genau. Ich hab Schnappatmung. Was, 14 Euro für zweimal Feuerzangenbowle? Oh Mann. Ja, Lia, der ist super, oder? Also mal ehrlich, wer den Film nicht kennt, der hat eindeutig was verpasst. Tja, Luna. Hör mal zu, du lustischer Glückshase, glücklicher Lusthase, Haben wir was verpasst? Ja, ernsthaft, du müsst ihr mal gucken. No. Wie die Oma dann immer erzählt, so, ja, und damals, wie ich immer losgezogen bin, mitten in der Nacht mit Bollerwagen. Na gut, das muss man verstehen. Aber der ist echt lustig. Ja, ja. Bin ich ja losgezogen. Du kennst und magst du Loriot? Ja, klar. Also, ja, ich mochte ihn natürlich. Ja. Das war ein Fundus an lustigen Dingen. Der hat Deutschland echt bereichert mit seiner Comedy. Findest du heute nicht mehr so, Leute. Das Jodeldiplom. Ist genauso was wie Monty Python, die kannst du auch nicht ersetzen. Stimmt, ja, aber ich fand, Loriot hat meinen Humor mehr getroffen als Monty Python. Ja, gut, Monty Python war halt so richtig Klamauk und britisch. So schön, so steif britisch humormäßig waren die schon cool unterwegs. Ich meine, es gab auch geile Sachen von Monty Python, keine Frage. Ministry of Silly Walks. Genial, einfach nur. Gab es auch diese geniale Olympiade, in welchem Film war die denn nochmal? War das Sinn des Lebens? Ich glaube ja. Mit der irischen Familie und so, ne? Oh, ja. Da waren richtig üble Dinger dabei. So, was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Was, wer ist Loriot? Och, Leute. Jetzt zweifle ich aber ein bisschen an deinen Zuschauern, Bruder. Könnt ihr nicht fragen, sowas.
Könnt ihr nicht fragen. Natürlich ist Lorio Comedy. Ach, wahrscheinlich ist das jetzt jemand, der den Begriff Comedy nicht mag. Aber ja. Comedy steht so für alles, was lustig ist. Ja, so ein bisschen lustig, gesellschaftskritisch. Ja, nicht unbedingt. Mario Barth ist auch dann Comedy. Dann würde man der Kabarett auch. Ja, okay, Mario aber ist Kabarett auch nicht ist lustig. Keine Comedy. Comedy ist für mich so, ja, Quatsch. Comedy ist Abfall. Und Kabarett ist halt, was ich bevorzuge eher. Ja, ich auch. Aber Pisspass ich... oder sowas. Ja, Pisspass ist super. Macht der noch was eigentlich? Ich weiß wir möchten wetten, wir möchten wetten! Ist ja Vibesvolk anwesend? Wir möchten wetten. Oh, der Film, der hat einfach so viele zitatwürdige Momente. Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, das Projekt, was Matti und ich jetzt gerade machen, das hat auch eine schöne Anspielung auf einen Monty Python-Film, nämlich Ritter der Kokosnuss. Oh Gott, okay. Der ist auch so gut. Der ist schwarze richtig Ritter. Gut. It's just a flesh wound. A spit in your eye and blind you, sir. Ach, Loriot würde ich aber jetzt auch nicht als Kabarett bezeichnen. Schwer zu sagen. Das ist schwer. Da ist was Eigenes, da hat man was Eigenes. Ist doch genauso wie hier Dieter Hallervorden, das ist auch keine Comedy, das ist kein Kabarett, das ist, ja, wie nennt man das? Weiß nicht. Ja, dann kannst du auch sagen, Helge Schneider ist kein Comedy, das ist ja Klamauk. Musikalischer. Klamauk ist ja Comedy, Klamauk ist ja ein deutscher Begriff. Für Kabarett nicht? Nee, Kabarett ist aber auch ein Begriff aus der deutschen Sprache. Alfred, das Igel kennt man natürlich. Ein Herz und eine Seele. Das Beste. Muss ich überhaupt hierher, frage ich mich gerade. Ah, oh, Mittermeier, ich weiß Sie nicht. Sie durchgehen, dritte Seite links, jeder nur ein Kreuz. Oh, ich finde, Mittermeier ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist genauso wie Bülent Ceylan. Anfangs sind sie lustig, aber wenn du das Programm irgendwie siehst, dass sie durchziehen, dass sie immer wieder dieselben Jokes benutzen, dann wird's. Weiß nicht. Also Mittermeier habe ich mich ganz schnell satt gesehen, leider. Der hat mal so zwei Bühnenshows gehabt und die waren auch ganz gut, aber dann ist es sehr schnell abgeflaut, finde ich. Also ich kann mit Mittermeier gar nichts anfangen. Oder Mario Barth auch. Nee, der ist so. Oh Gott, hör mal auf. Mario Barth hatte seine Zeit, aber ich finde, das ist mittlerweile vorbei. Komplett vorbei. Beim ersten Mal war es noch witzig, weißt du, aber danach irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Und dreht sich die Kamera so komisch? Egal. Ja, nee, Mario Barth fand ich noch nie lustig. Der war mir immer zu ins Gesicht. Jo, das ist halt Berliner, wa? Das ist halt so bei uns, aber das ist ja normal. Ja, deswegen. Nee, ich finde ja dieses Berliner lustig, aber bei ihm fand ich das einfach nur anstrengend. Also ich wollte dem gar nicht lang zuhören. Ja, eben, der hat immer so angestrengt lustig. Ja, das ist halt ein bisschen so aggressiv in die Fresse lustig, ja. Das ist so der lustige Onkel, den man nicht mag. Der soll einem Geld in die Hand drücken bei der Konfirmation, dann will man die wieder sehen. Dann lacht man noch zwei, dreimal gequält, weil es super lustig ist, aber dann will man auch seinen Fuffi haben. Och, was ist denn hier los? Ja, wollte ich machen, Artorias, aber den schaffe ich nicht. Ich wollte mir eigentlich nur den Ring holen und wollte dann wieder abhauen und dann die Hydra nochmal versuchen, aber... Ah, ich krieg's grad nicht hin, du, ich krieg das nicht hin. Was ist da los? Was hat er denn? Was hat er denn? Was ist da los, Kerle? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Was ist da los? Schlimm ist jetzt wirklich immer, wenn ich irgendjemanden höre, der sagt, verstehe ich nicht. Da muss ich immer dran denken. Ich verstehe das nicht! So, ja, eine Arbeitskollegin von mir, die macht halt, das habe ich schon mal erzählt, die macht halt, wenn sie irgendwas fertig gemacht, macht sie immer so. Und ich stelle mir deinen Gedanken immer vor, wie sie macht so. So, du musst immer lachen. Und dann guckt sie mich immer ganz blöd an, so, hä, was ist denn lustig? Ich sage, ah ja, muss dann was Lustiges denken. So. Schmamsch. Schusch. Ich habe den Film von Barth nicht gesehen. Nee. Aber eben auch, weil ich mit Mario Barth nichts anfange. Kennst du? Den Film, wo keiner lacht im Kino. Kennst du? Ja. Kennst du? Kenn ich nicht. Wirklich nicht. Also, habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber er ist halt ein Star. Was, in die Badewanne willst du dich kuscheln? Geht das Oh ja. Das würde ich auch gerne, aber ich habe keine Badewanne. Das warmes Wasser richtig heiß reinlassen und dann einfach nochmal richtig unter Wasser, weißt du? Ich hab so eine richtige Oma-Badewanne. Also so, wie soll ich sagen, die ist halt
Wenn ich mich da reinsetze, dann muss ich die Beine anwinkeln und mein Oberkörper guckt raus. Wenn ich mit dem Oberkörper unter Wasser gehe, muss ich die Beine quasi ganz raus. Also das richtig ist kleine Badewanne. Ja. Ist, glaube ich, gerade mal 1,50 Meter lang oder so. Ja, ich habe nur eine Dusche und die macht auch nur kaltes Wasser momentan. Das ist echt lästig. Was? Duschst du nicht immer kalt? Ist gut. Steh. Ja, ist gut, aber weißt du, wenn du morgens aufstehst, dann du ja. stehst doch nur mit der Motivation auf, jetzt gleich unter die heiße Dusche zu gehen. Ja, wenn also die kalt ist, dann ist das scheiße. Ja, ich habe eine Zeit lang kalt geduscht. In der Schweiz, als ich da war, habe ich nur kalt geduscht, weil draußen waren es eh minus 20 Grad. Ich bin nach Deutschland gekommen im Frühjahr, da bin ich mit kurzen Hosen und T-Shirts, also. Tja. Das war übel. Ich komme gerade aus Spanien, ja, ich bin noch ein bisschen anderes gewöhnt. Wieso? Ja, Bruder, der ist ja sibirischer Polarbär. Ich dachte, ich bin der Kanukiller vom Yukon. Mäßig, ne? Was ist mit dem Kanukiller von Yukon passiert, Luna? Hä? Was ist mit dem Kanukiller vom Yukon passiert? Ist umgezogen. Also. Ist jetzt Polarbär. Mhm. Geht das in die Polartik? Ah. Boah. I see what you did there. Ach du mistiger Hund. Stirb jetzt einfach. Bitte, bitte geschneigen. Ich glaube, ich leg mich wieder hin. Ja wie? Ja wie? Wie? Ja, wie? Heute ist doch. Ich weiß nicht, ist nicht meine Woche aktuell. Ich glaube, ich werde krank. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Medizin und dann geht's ins Bett. Medizin, das heißt, du trinkst dein Bier auf Ex und dann gehst du pennen, oder was? Genau. Nein, andere Medizin. Schnaps der Frau Melissengeist. Alter. Das ist jetzt heftig. Das ist aber Medizin. Kriegst du eine Apotheke sogar auf Ort, das brennt. Das ist Medizin. Medizin. So, wärmt von innen und ist gesund. Was, bald ist der Stream zu Ende? Nee, noch gerade mal das 8:45. Wie lange geht denn der Stream? Ja, ich bis 10. Na dann ist er gleich zu Ende. Ja, das stimmt wohl. Aua, je nachdem wie man gleich definiert. Ich glaube, ich übe mal ein bisschen Ice Gage, falls man das mal wieder streamen kann. Ja, ich brauche einen neuen Rechner, der freest in letzter Zeit andauernd. Okay, jetzt kann ich wieder. Die Medizin hat mich irgendwie wach gemacht, weiß nicht warum. Das brennt so richtig schön, die Medizin. Ne? Das brennt dir richtig den Gedanken weg. Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich mache das jetzt auch so. Warte mal, ich habe auch noch so eine Art. Na, als Klosterfrau Melissengeist. Da klippert das Inventar schon. Er hat keine Wohnung mehr, hat ein Haus aus Flaschen, weißt du, einfach zusammen gemundgebläsert. Oh, dieser Drecksköter hier, ne? Muss ich mal so sagen, Entschuldigung. Ah, das ist echt ein Drecksköter. Oh, was tun die da jetzt drin, die Pfiffen? Auch Klosterfrau, oder was? Nein, einfach nur rum. Sorry, mal. Ja. Ich möchte keinen jemanden zum Alkohol verleiten, deswegen habe ich mir Medizin. Ah, Wasser. Das prickelt. Habe ich auch noch nebenbei. Wasser habe ich auch noch hier aus einer alten Cola-Flasche. Plaste. Aber das wärmt ja echt von innen. Trink eine Coke mit Katrin. Coke.de/Katrin. Warum auch immer. Was? Der kleine Drecksack hier, der sticht dich jetzt ab. Katrin. Auch mir die Kehle durchzuschneiden, du Schwein. Wie schreibt man die Katrin? Katrin mit TH, mit TH. Catherine. Katrin. Ich hab da letztens einen lustigen Pickdump gesehen. Ich hab ihnen gesagt, Philipp mit PH. Nee, wie war's? Steven mit PH. Und da haben sie PH-Tiven geschrieben. Achso, Fiefen. Fiefen. Da ist gar kein Bild von Katrin. Fiefen. Mit der trinke ich keine so Cola. So wie Katrin, dann wird's mit TH und heißt es Tatrin. Tatrin. Katrin mit TH, Tatrin, okay. Und Fiefen. Ich will Quack mit deinem Quant. Fiefen. So gut. Ah, ich stehe auch so eine Scheiße. Ja. Wie war das in der Feuerzangenbowle? Pfeiffer mit einem F oder mit zwei F? Ne, mit drei F. Eins vor dem Ei, zwei nach dem Ei. Den habe ich zum Beispiel nie gesehen. Da hast du aber was verpasst.
Ist auch ein Klassiker, ja, den ich nachholen muss noch irgendwann. Ich habe eigentlich nie was mit Heinz Rühmann geguckt, muss ich mal so gestehen. Man muss auch nicht alles mit Heinz Rühmann gesehen haben, aber Feuerzangen wurde es ziemlich gut. Was ich voll schade finde, ist ja, dass es die Filme von Hans Albers zum Beispiel nicht mehr in guter Qualität gibt. Bei Amazon kriegst du nur so eine digital aufbereitete Fassung, wo das Bild voll übersteuert ist und der Ton noch schlechter als vorher. Okay. Ja, das Rauschen, bloß das Rauschen wurde entfernt zugunsten der Dunkelheit, beziehungsweise die haben das Dunkle einfach entfernt, damit man das Helle auf dem Hellen und so weiter. Und deswegen sind die Augen jetzt wie untot, weißt du siehst keine Pupillen mehr. So was ist halt voll scheiße, wenn das Bild überbelichtet ist, deswegen durch so eine digitale Aufbereitung. Ich habe meiner Mutter jetzt zu Weihnachten die Sissy-Kollektion gekauft auf Blu-ray. Die ist auch digital überarbeitet, aber halt 4:3. Gibt's nicht in 16:9, ist ja klar. Ist doch normal, die Filme wurden damals in 4:3 aufgenommen. Wie willst du eine Strecke, ohne dass das scheiße aussieht? Ja, vielleicht so digital halt, dass man irgendwie den Rand, weiß ich ja nicht. Extra noch was dazu dichtet, extra Aufnahmen. So, ich werde jetzt so sterben. Die Schauspielerin jetzt 20 Jahre spät. Das siehst du ja auch schon allein schon, wenn du zum Beispiel WDR einschaltest oder sowas, weißt, und dann kommt auf einmal 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, dann wird das ganze Bild immer auf 4:3 wieder runtergeschrumpft. Das ist aber ein schöner Film, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ach, hör mir auf, ey. Bitte nicht. Ich dachte schon, ich müsste dich erschlagen. Das ist so schön. Das ist so romantisch. Sag mal so, ein schöner Film ist es ja natürlich, aber ich kann den einfach nicht mehr sehen, weil der mir einfach schon zu viel, zu oft. Und der kommt alle nach Wendt. Oh, komm schon, dieser. Vielleicht kommt der ja gerade. Ich schau mal. Ach, ich hab keine Fernsehzeit am Start. Der kommt so, wenn er auf WDR nicht läuft, dann bestimmt auf NDR, ORF, ORBB, ORB, keine Ahnung. Auf einen der komischen Drittländer kommt der immer. Wenn er auf RBB zu Ende ist, kommt er auf WDR. Wenn er auf WDR zu Ende ist, kommt er auf MDR. Und dann läuft er nicht durchgehend irgendwo. Das ist genauso wie früher die King of Queens auf Kabel 1. Kennt ihr das noch? Den Film, also wirklich zu Stoßzeiten war das so. Sie guckt den Film, schaltet um, oh, jetzt kommt der nochmal und guckt dann da weiter. Oh, ach, scheiße. Kennt ihr das noch von früher, diese King of Queens? Ja. Ja, 10 Folgen am Stück auf Kabel 1. Auf Kabel 1, zwar ich den ganzen Tag nur King of Queens, ne? Ach, James Bond läuft gerade. Aktuell auf Pro7 läuft doch auch nur James noch. Auf Pro7 läuft doch aktuell eigentlich auch fast nur noch den ganzen Tag. How I Met Your Mother, Scrubs und. Was war das andere? Big Bang Theory. Das ist das Einzige, was läuft. Das ist immer doof, wenn man schon alle Folgen gesehen hat. Ja. Ich nicht, weil ich kein Fernsehen gucke, aber trotzdem. Ich hab einfach keinen Bock drauf. Ich bin nicht im Fernsehen, aber. Weil du kriegst ja nie den Anschluss so richtig im Fernsehen, weil du kannst im Internet kannst ja 10 Folgen am Stück schauen, aber auf Pro7 laufen ja höchstens 2-3 am Stück, dann kommt wieder was Neues, eine andere Serie. Das ist wohl wahr. Oh Mann, Leute, ich mag diesen Carpador-Demon nicht, den werde ich nicht schaffen. Ein Carpador-Demon? Das ist nämlich die Ziege, von der schon die Rede war, Luna. Ah. Der schlimmste Low-Level-Boss, den es hier gibt, finde ich. Weil der halt so eklig ist. Der kommt nicht alleine, der hat noch so 2 von diesen Hunden hier bei sich. Die mich da die ganze Lass Zeit die anfallen. Hunde los! Lass die habe ich neulich los. Aufgemacht, die Karte. Das ist aber gar nicht so schlecht, Luna, übrigens. Ich habe es gesehen bei Hafu, als sie gestreamt hat. Wenn ihr Hearthstone-Streams gucken wollt, gebt mal bei Twitch ein It's Hafu, kann ich euch nur empfehlen. Aber sie streamt halt immer erst spät abends, weil Amerika und so. Aber sie hat es richtig drauf, du. Lass die Hunde los, ist auch nicht kacke, aber es war vorher einfach besser. Die hätten es anders patchen müssen, da wäre es gut. Ich muss sagen, mit dem Jäger reiße ich trotzdem noch relativ moderat was, aber ich muss trotzdem sagen, dass es einfach nicht an den Magier rankommt. Mit Magier kannst du Noob sein, wie du willst. Du spielst einfach, fertig ist. Ja, das stimmt voll. Das ist die KTM-Gang und fertig aus, ist das. Die Magier-Gang. Der Magier ist relativ intuitiv. Was? Pyro-Schlag 10 Damage, finde ich einfach viel zu krass. Richtig. Boah, ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, sag ich doch. Ich will wieder Hearthstone spielen, Mann. Ja, ich auch. Mann, Blizzard. Mann, Blizzard, fix, Blix. Blitzsturm. Kann ja mal gucken. Vielleicht läuft's. Ja. Nee. Worauf freut ihr euch denn so schon nächstes Jahr? Das Jahr läuft. Bestimmte Spiele, bestimmte Ereignisse, die geplant sind, habe ich ja vorhin schon in meinem Video gefragt. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar Spiele, die rauskommen. Und gegebenenfalls Tapetenwechsel. Sei es Internetanbieter, den ich vielleicht wechseln werde und andere Dinge. Mal gucken. Ein kleiner Tapetenwechsel im Bereich Internet.
Ich hab dir schon mal gesagt, ich könnte noch einen Mitbewohner vertragen, dann muss ich das blöde Haus nicht mal alleine zahlen. Ich werde deswegen nicht aus Berlin rausziehen. 700 Kilometer zu mir, ne? Auf ja. Rüber nach Belgien. Fliegen da. Kinderpommes kaufen? Du bist so depp. Einer zu viel. Das war mehr als einer was, zu viel. Was gibt's denn da sonst? Pralinen. Belgische Pralinen. Ja, Schokolade. War lecker. Keine eigene Landessprache gibt's da. Da meinte doch einer, wo warten wir das? Waren das in Castlevania, als einer plötzlich was von Belgisch geredet hat? Ja, die reden da Belgisch. Castlevania habe ich gehört. Nein, aber während dem Stream hatten wir irgendwo, dass einer jemanden gefragt hat. Ja, ich weiß. Ich weiß schon, dass Belgisch keine existente Sprache ist. Nächstes Jahr kommen auf jeden Fall einige schnieke Spiele auch raus, die, wo ich mich auf jeden Fall drauf freuen kann. Outlast Add-on. Outlast, Der Whistleblower. Nee. Whistleblower. Da kannst du Dings spielen, habe ich gehört hier. Wie heißt er? Sag mir jetzt. Wie ist er nochmal? Der Doktor. Snowden? Snowden, genau. Kannst du Snowden spielen in Whistleblower? Habe ich gehört. Richtig. Ja, richtig. Oder du spielst Michael Jackson kannst du auch spielen. Oder du spielst einen irischen Folklore-Musikanten. Und seiner Tin Whistle, weißt du? Darum geht's. Ja. Um Whistle. Ein Musikspiel eigentlich, sowas wie Guitar Hero. Ja, genau. Du willst irgendwelchen Zombies im Hintergrund, die rumtanzen. Stell dir vor, den großen Klotz, wie der tanzt. Du kriegst dann auch so eine Panflöte mitgeliefert, wie sonst bei Guitar Hero, wo du vier Tasten drauf hast. The Whistle Hero. Whistle Hero. Oh, Outlast-Zombies, die im Hintergrund tanzen. Wo kommt denn das Vieh her? Das schreckt mich doch nicht so. Ja, der Melissengeist hat dich wieder wach gemacht, Luna. Der greift mich gerade hier an, der Melissengeist. Oh. Aus wie so ein verschrumpelter Kerl mit einer Fackel in der Hand. Aber wir küssen uns doch gerade gar nicht. Ja. Da will er dich angreifen, aggressiv ins Gesicht. So wie auf dem Bild, Luna. Oh, ja. Yeah. Noch besser wie in der Fanfiction. Alter, das war richtig sexy. Die Fanfiction, die verfolgt mich noch immer. Das ist furchtbar, oder? Ja, ich meine, es war richtig lieb, dass sie das geschrieben hat, aber... Last Guardian kommt raus. Ja, oh moin, das ist auch nicht jetzt? Last Guardian? Ach komm. Ich dachte, das ist schon 10-mal gecancelt worden. Das kommt doch nicht mehr. Echt nicht? Nee, das... Kommt das? Haben sie doch schon so oft gesagt, dass... Ich glaube nicht, dass das noch kommt irgendwann. Das ist Among the Sleep wird doch sicherlich nett. Ja, das sollte jetzt eigentlich schon im Winter kommen. Ja, November soll es kommen, aber egal, umso mehr Zeit, umso bugfreier wird es hoffentlich. Dann noch Evil Within kommt noch. Das wird auch dick. Mhm. Watch Dogs. Dick wie ein glückliches Baby wird das. Watch Dogs kommt. GTA 5 für PC kommt. Das ist ja, jetzt nichts. Ich hab Vorsicht aber... drauf. Ja, aber ich nicht. Und was kommt noch? Eine Menge anderer Kram. Viele das Indie. Bestimmt. Ja, Dark Souls 2 kommt für Game Boy Color, habe ich gehört. Game Boy Color vor allem. Das Beste. Game Boy Color. Der Color, der lässt sich in einen pusten. Der Color. Der lädt sich einen ein. Ist wieder euer Game Boy für Color. 150 Glocken kauft er sich die Collector's Edition. Kommt nicht nächstes Jahr dann auch Isaac? Ja, im Februar soll es, glaube ich, kommen. Das muss sein. Der muss kesseln. Was? Skyali, wie heißt die Hearthstone-Spielerin? Welche Hearthstone-Spielerin? Skyali. Wie heißt Skyali? ich hab gar nicht gesehen, den Tippfehler. Skyali, du Rayali, du bist ein geiler so Hengst. So geschrieben? It's Hafu, glaube ich. It's Hafu. Ja, die ist auch, It's Vex, nur sie ohne ist Vex. Auch, glaube ich... mit Hafu. Das ist ja das Krasse, sie ist, glaube ich, auch Arena Tour-on-Tour-Meisterin 2008-2009, also WoW. Dann LOL ist sie, glaube ich, noch Meisterschaft, also sie, das ist eine Frau, die kann richtig, richtig zocken. Und ich meine, sie ist eine Asiatin, aber... Ja, da hat sie ja eh schon an. Kommt auch. Ist in den Genen, ja. Was? Hotten kommt auch, also Heroes of the Storm. Na, das werde ich nicht spielen. Ich schon. Nee. Es wird wohl mehr so ein LOL, was mich mehr fesseln wird wahrscheinlich, vor allem was kostenlos ist und von Blizzard. Ich finde ja Blizzard-Spieler eigentlich sind die qualitativ ganz gut. Problem ist bloß, die verkacken es oft, gerade bei WoW zum Beispiel mit Patches und sowas. WoW wäre so ein gutes Spiel, wenn sie nicht so viel Scheiße bauen würden.
Es bietet inhaltlich immer noch genug, eigentlich genug Abwechslung, würde ich sagen. Aber die einzelnen Bereiche sind mittlerweile so abgeflacht, dass sie inhaltlich nicht mehr so überzeugen können. Deswegen lege ich ja ganz viel Wert auf Elder Scrolls Online. Darauf freue ich mich ja auch so ein bisschen. Ein MMO wieder mal. Das kommt wahrscheinlich gerne im Herbst erst. Nee. 4.4. Stimmt. 4.4.2014. Müsste eigentlich hier die Beta bald beginnen, oder nicht? Die ist schon längst im Laufen. Closed aber. Ich will Zugang. Closed mit Verschwiegenheitserklärung hier, ne? Mit Links. Boah, darfst du nicht mal Videos machen, oder was? Mit NDA, Non-Disclosure Agreement. Die NBA ist ja auch mit drin. Die NBA, die NSA ist auch mit drin. Und der NSU, allgemein sehr viele NS-Skandale. Alter. Natursekt, ne? Und KV ist auch dabei, ja. Es gibt einen extra. Das KV-Hotel. Alter. Wir reden hier wieder, das ist nicht jugendfrei. Was denn? Wie viel Kilovolt? Och, Mensch, Junge. Das ist aber böse, so Kilovolt-Spiele, die tun ganz schön weh. Haut wie! Lia hat gerade geschrieben, ich gehe mir Kekse holen. Ich habe gerade echt gelesen, sie geht sich Koks holen. Boah. Oh, zum Livestream ein bisschen durch die Nase, ist immer gesund, ne? Ach ja, das neue Smash Brothers kommt nächstes Jahr. Endlich mal. Ja, dafür hole ich mir dann auf Wii U endlich mal. Okay. Pokémon Spiele reizt mich überhaupt nicht, muss ich leider sagen. Ja, ich finde das geil. Ich habe das bei seit dem ersten gesuchtet ohne Ende, habe alles direkt freigespielt. Das macht ultra Spaß. Das ist einfach für mich eines der besten Beat'em-Ups, die es gibt. Wobei ich nicht weiß, richtig ist Beat'em-Up bezeichnet. Kommt auch nächstes Jahr, glaube ich. Ja, dann mache ich mir endlich meine Wii U, weil dann endlich auch ständige Spiele rauskommen. Ja, ich wahrscheinlich dann auch. Das ist meine erste Konsole. Das ist Zombie U. Hol ich mir noch was? Zombie U sieht gut aus. Ja, ich sage, was mich gereizt hätte, aber was im Endeffekt doch total blöd ist. Was ist denn mit Monster Hunter dabei? Das soll gar nicht so schlecht sein. Nie gespielt, Monster Hunter. Monster Hunter ist auch gut. Gut, ich war bei Gogi dabei, als er es gemacht hat jetzt, aber ja, selber spielen muss nicht. Ist mir zu anstrengend, zu viel grinden, weißt du, das ist ja so richtig Asia-like. Da bist du ja nur am grinden. Killst jedes Monster 100 Mal. Ich will halt lieber eine in sich geschlossene Welt, aber auch gute Story haben. Jetzt wird's langsam knapp, du. Ach, ein neues Yoshi Island soll auch nächstes Jahr kommen? Okay. Und das wäre cool. Ich weiß nicht, man kann von Nintendo halten, was man will, aber ich habe irgendwann die Franchises mal ein bisschen dicke, ehrlich gesagt. Also Zelda ist okay, kann ich mir eigentlich immer wieder jedes geben, so von der Optik her. Gespielt habe ich schon lange keins mehr, seit dem dritten. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie das 10.000. Mario spielen, finde ich. Oh, ich finde, die sind schon ganz nett, wenn sie mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich meine, sag mal so, die versuchen auch mal wieder was Neues aus dem Franchise zu machen. Ist ja nicht so, dass es ein 10.000. Mario ist. Wir haben Mario Bros, New Super Mario Bros, kommt hin. Aber da gibt es noch zum Beispiel Mario Galaxy, Mario 64. Galaxy war klasse. Die sind schon komplett anders als die eigentlich. Gerade Galaxy oder Mario 3D World jetzt zum Beispiel. Das ist komplett anders als die anderen Mario-Spiele. Die unterscheiden sich so innerlich, dass es eigentlich schon ein eigenständiges Jump'n'Run wieder was ist mit dem Namen Mario drauf. Weil es besser verkauft ist so. Halt. Aber bei Jump'n'Run kommt es ja nicht unbedingt auf die Charaktere an. Richtig. Ja, Wind Waker HD, das ist sicher gut, aber es lohnt sich überhaupt nicht, wenn man das Originalspiel hat. Richtig. Und Wind Waker war schon geil, war eins meiner Lieblings-Zeldas. War auch wirklich eins der geilsten Zeldas. Wollte ich irgendwann auch mal machen. Niemals nur für das Remake, in dem überhaupt nichts Neues drin wirklich ist, außer eine aufgeputschte Grafik. Ich finde sogar, das Remake sieht ein bisschen aus wie so kleine Keramikpüppchen. Das alte war schon eher Comic. Das neue ist mir irgendwie zu plastisch schon wieder fast. Schon wieder zu 3D, schon wieder zu echt irgendwo. Auch schlecht aussehen tut's nicht, aber. Nee, aber es hat einen anderen Look, finde ich. Dass ja, das ist klarer. Es sieht nicht mehr aus wie eine Zeichnung, sondern mehr wie eben Keramik. Wie so ein getöpfertes Spiel. Kann schon sein, ja. Ich finde beide haben was, aber ich bin eigentlich zufrieden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt. Ich würde Wind Waker HD auch niemals holen. Wenn ich dachte erst, dass dann vielleicht noch ein paar Dungeons, weil es ja so wirkte. Es ist ein bisschen abgeändert. Es gibt zum Beispiel Tingle, hat es immer Funktionen. Ja, es gibt ein paar Änderungen, aber ich hatte ja erwartet, dass vielleicht Dungeons, die im Original nicht mehr reingenommen werden konnten, jetzt im Remake. Das hatte eines der besseren Soundtracks von Zelda auf jeden Fall, was man was Neues gemacht hat. Das Lied war richtig cool am Anfang. Ja, das stimmt. Ich dachte, du meinst, die Ozeanmusik, das war super. Ich will es irgendwann gerne mal spielen, aber ich habe erst keine Wii und dann habe ich auch. Ich mag dieses Hero Was Born, oder wie das Ding heißt. Dieses. Ja, das ist auch gut. Ich finde es geil, es ist ein cooles Ding. Ich kenne es auch, wenn ich es höre. Oh.
Ist auch super. Und oder das, dieses Dragon Roost Island mit der Gitarre, das ist auch cool. Ja, Dragon Roost Island, stimmt, ja, das ist klasse. Und dann gab's noch das, wo am Ende Farewell Hyrule King heißt, das, oh, wo der Vagina-Boss. Hm? Der Vagina-Boss. Guck jetzt das an bei mir, das Bild. Was? Der Vagina-Boss. Du meinst das Vieh mit Zähnen, das riesige? Ja, genau. Kennst du nicht, hat doch in der Szene den Begriff Vagina-Boss bekommen. Wart. Weil er doch, wenn er hochklappt, aussieht wie eine bissige Vagina. Ich könnte jetzt so ein kleines Gedicht bringen, aber ich lasse es lieber. Ja. Das ist mehr so ein Limerick. Ne, Limerick hat nur vier Verben oder Zeilen? Ne, nicht Verben. Silben. Das weiß ich jetzt nicht. Limerick hat drei Silben. Moin. Limerick? Limerick. Zwei Silben. Oder ein Haiku wäre das vielleicht. Zeig mal, Orme. Ja, besser als die Orme, die du mir vorhin gepflanzt hast. Aha. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oh mein Gott. Den nur Melissengeist erträgt. Ja, das ist nicht der komische DJ Kötzi. Das beste Lied in Zelda, nein, das beste Lied in Zelda ist Gerudo Valley. Oh ja. Naja, nicht das Beste, aber eins der Besten, sagen wir es mal so. Es gibt die neuen Versionen aus dem letzten Smash Brothers, dieses Remix-Ding, das ist so gut. Das ist so gut, was da mit der Gitarre ist und oh. Wir müssen nochmal sowas machen wie Smooth McGroove. Ja, wir sind da richtig prädestiniert dafür mit unserem Gesangstalent, das ist unglaublich. Ja, ein bisschen kann ich ja schon, außerdem ist es ja alles nur einzelne Töne, der schneidet das hier nur zusammen. So wie dieser verrückte Schwede, der das mal gemacht hat, der mit der komischen Albert-Einstein-Friese. Ja, ein gewisses harmonisches Grundempfinden brauchst du trotzdem. Ja, also ich habe mal im Orchester gespielt, nur mal so am Rande. Und ja, ja. Ich kann Noten lesen und ich kann Instrumente spielen. War das aus Ungostadt, dieses Dim Dim War das aus Ungostadt oder war das aus dem Marktplatz? Ne, der Marktplatz war Dim 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 Dim. Das war der Marktplatz, ja. Genau, das war der Marktplatz. Okay, da habe ich es geklärt. Diese Unterhaltung ist wirklich glorreich. Ja. Das aber so Dark World hier aus Link to the Past ist auch ziemlich geil. Das hatten wir die ganze Zeit bei dem Chaos Island Hack, was Matty und ich gespielt haben. Das hat er, glaube ich, in fünf Welten hintereinander eingebaut. Dieser Hack, ne? Ja, habe ich mir auch nur gedacht. Ja, moin, der Kerl mag Zelda. Oder was? So ein Arsch. Darf er gar nicht. Boah, Zelda 3 war auch grandios für seine damalige Zeit. Als Kind hast du da echt... Das ist immer noch grandios. Mittlerweile renne ich aber zu schnell durch Zelda-Spiele, weil man sie mittlerweile auch zu schnell durchschaut hat, weil es ja eigentlich inhaltlich irgendwo eine identische Vorgabe gibt. Du weißt ganz genau, was du wo wann wie zuerst machen musst. Das ist das Schöne bei Zelda, du hast ein Empfinden, dass du direkt wieder einsteigen kannst. Der Nachteil ist bloß, wenn man Zelda-Profi ist, dann rennst du zu schnell durch mittlerweile. Das stimmt, aber die Dungeons sind immer noch ziemlich genial inszeniert. Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil die immer so schön abwechslungsreich sind. Mal so am Himmel und mal Pflanzen und die sehen immer geil aus. Twilight Princess war nicht ganz so. Das ist das, was Zelda auch super gut kann, Dungeons. Ach ja, schön. Ja, Zelda ist toll. Na 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 na. Herrlich. Das sind schon schöne Melodien. Das stimmt, ja. Der Koji Kondo oder wie der heißt, der ist schon doof. Ja, vor allem, dass sie sowas auf 16-Bit hingekriegt haben, dass es sich ja wirklich... Ja! Der Super Nintendo war aber auch sehr orchestral, das muss man eben lassen. Der Sega Mega Drive, glaube ich, hatte eine bessere Grafik, aber die Sounds waren einfach alle total blechern und... Ja, da fand ich den Super Nintendo echt wesentlich besser, was die Musik anging. War super. Das war noch Nintendos große Zeit, weißt du? Mittlerweile sind sie ja leider kleine Fische. Ja, guck mal, die Wii U hat sich nicht mal eine Million mal verkauft. Ich weiß nicht, die Wii hat sich aber sehr gut verkauft. Ja. Und der DS auch. Ich habe irgendwelche Zahlen gehört, die hat sich
Die Wii hat sich fast so gut verkauft dieses Jahr wie die Wii U. Ja, das stimmt natürlich. Die Wii U ist auch irgendwie nicht so geil wie die Wii. Ja, leider. Hat man gefragt, welche Fraktion wir in TESO angehören wollen, also Elder Scrolls Online. Ich habe mich da noch gar nicht so genau mit beschäftigt, muss ich sagen. Oh. Ich werde das einfach random entscheiden, welche ich schöner finde. Geschichtlich bin ich ja meistens auf der Seite der Rebellen immer. Nicht so, es gibt ja immer so eine Seite, die sind so rebellisch und die andere sind mehr so Allianz oder Imperium, weißt du? So die Ritter des Imperiums, ja, sie kämpfen, bla. Und die anderen gibt es so die kleinen, so wie Horde und Allianz, war es ja bei WoW und bei. Also immer die Seiten, die Unterdrückten. Ich will immer gerne die Unterdrückten, weil ich das sogar weiß, die sind im Recht. Ist immer so. Ja, wobei bei WoW gab es ja auch nicht wirklich gut böse. Horde ist die gute Seite. Jein, das war ja mal subjektiv, so mehr oder weniger, finde ich. Die Horde, also, die hatten alle ihre Motive. Und irgendwie, weiß nicht, also. Ja, das liegt halt daran, weil in der Horde die Orks sind. Die Orks haben damals Scheiße gebaut, sind dann aber irgendwann von Gul'dan abgesprungen und seitdem her geht das ja, alles schon. Ja, Dämonen, ne? Die wurden ja von den Dämonen. Ja, aber die haben sich ja mittlerweile als eigenständiges Volk etabliert. Warum werden sie immer noch angegriffen? Eigentlich sind die Untoten die Böse, beziehungsweise nicht mal die Untoten, sondern eigentlich nur der komische Arthas. Chemiker, der was. Und Arthas, ja, aber das ist ja was anderes. Aber trotzdem, sind ja jetzt mittlerweile auch keine Untoten mehr. Es sind ja die, Die Verlassenen. Richtig. Da gab es zwar auch ein paar Böse, aber es sind meistens nur die Chefs. Oh, was ist denn hier los? Sylvanas zum Beispiel und so, die sind alle auch nicht. Die können ja nichts dafür. Ja, Sylvanas wurde ja in der Kampagne von Warcraft 3 von Arthas nur böse gemacht. Oh, alter Schwede, geht mir nicht auf den Keks jetzt hier. Rückt man nicht auf die Pelle. Ihr untotes Gebrösels. Ihr dreckiges Gekrös. Ich habe auch nichts gegen die Wii U, mir fehlen nur die guten Spiele. Oder die Spiele, die mich zum Kauf, vom Kauf überzeugen. Richtig, ja. Milli. Ich bin ein Nintendo-Fan erster Stunde. Ich muss aber sagen, mit der Wii U hat Nintendo ein bisschen Mist gebaut, was den Launch angeht und das ganze Line-Up des letzten Jahres. Es gibt nicht so viele gute Spiele, die mich überzeugt haben. Gut, ich sag mal, auf anderen Konsolen gibt es die auch noch nicht, deswegen bin ich kein Consolero. Für 4 Spiele hole ich mir in der Regel keine Konsole. Wenn ich aber entscheiden müsste zwischen Zelda, Mario, Metroid und F-Zero oder eben Last of Us, Killzone, hier, wie hieß er nochmal, der Kratos-Ding, der Gott, God of War. Ich würde Nintendo entscheiden, ist einfach so, weil ich das leider einfach, ich habe damit eine viel nähere persönliche Bindung als zu den anderen Spielen. Die anderen Spiele, da gehe ich zum Kumpel und spiele sie da oder guck zu, das reicht mir. Leute, wisst ihr das gerade, also hier der Chat, Griggs of Windheim, droppt er den Ring mit Feuer, also mit Magieschaden oder eher den anderen, dass man, ja, wie soll ich sagen, den, ach, wie heißt er denn? Crouching Dragon's Ring oder wie der heißt. Schwer ist es. So, jetzt kommt deine Frage langsam im Stream an. Ja, es ist immer doof mit dem Delay, ne? Dauert halt immer knapp eine Minute bei mir mittlerweile schon. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber kommt in etwa hin. Doch, ich glaube, die Wii hat sich mehr verkauft als die PS3. Ja, das stimmt. Aber was nicht glauben mag, weil die Wii einfach wesentlich günstiger war. Ja, aber die Wii hat halt auch eine ganz andere Käufergruppe erschlossen als die PS3. Hausfrauen und Senioren, das gab's vorher nicht. Wobei ich auch von der Konsolengeneration nur die Wii hab. Ich auch. Vor allem bei der Wii gibt's ja auch viele Kleinigkeiten, die man auch einfach überdenkt. Da gibt's viele Spiele, die keiner kennt, weißt du? Das also hier Disaster Day of Crisis soll ganz das cool sein. Das ist super, das Spiel. Das haben wir auch. Okay. Was auch rauskam, dieses, wo man dieses Mädchen mit der Taschenlampe spielt, die dann über den Jahrmarkt da schlindert, mit so einem komischen Geisterfreund. Ich vergessen, irgendwas mit Fractile Dream, irgend so ein Scheiß. Es gab einen Haufen gute Spiele für die Wii, ja. Die auch keiner kennt, weil es keine Werbung dafür gibt. Ja, und vor allem, weil es halt auch nicht die Leute anspricht unbedingt, die sich eine Wii gekauft haben. Ohne Ende Nischenprodukte bei. Dafür gibt's auch so einen Scheiß wie Carnival Party oder sonst was, wo du komische Dosenwerfenspiele auf der Wii hast. Carnival Party. Ja. Karnevalparty. Naja, das hieß anders. Ich suche jetzt, wie das hieß. Das war so ein richtig schlechtes Spiel. Da war Dosenwerfen. Slumbering, so ja, Slumbering Dragon Crest, okay. Dankeschön. Ich denke, wie der verbrannter Hodenmumps da aussieht. Das ist also wirklich, der ist extrem hässlich. Mit seinem Kleid und dann so nackte lange Beinchen. Der ist voll hübsch. Ja, Karneval die Jahrmarktparty hieß das. Fragile Dream, genau. Fragile Dream? Fragile Dream. Fragile Dream. Das soll ziemlich gut sein, ja. Deswegen, also es gibt da viele, und wenn man überlegt, Manhunt 2 kam zuallererst ausschließlich nur für die Wii raus. Und dann nach und nach für die anderen Systeme. Aber nur PlayStation 2 und PC doch. Oder Metroid Prime 3 auch, ne? Und alle Other M, glaube ich, auch, ne?
Auch ein geiles Ding. Auch wenn Asam vor der Fachpresse gefloppt ist. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so kacke, wie jetzt gesagt wird. Ich habe es jetzt ja geschafft, vor 2 Tagen meine Wii zu reparieren und habe seit einem halben Jahr Asam hier liegen. Und jetzt würde ich mir das die Tage mal geben. Da freue ich mich drauf. Ja, Killer Krümel, das ist aber die Sache. Viele denken, die Wii und die Wii U sind nur Minispielsammlungen. Ist aber nicht so. Es gibt auch viele gute Spiele, die keiner kennt. Mad World ist auch nicht schlecht. Mad World habe ich ja let's played, aber naja. Ja, ist doch witzig. Mad World. Das ist voll bekloppt. Ja. In der Welt aus mit. Aber ich meine, das sind so Kleinigkeiten und gerade komischerweise immer für Nintendo-Konsolen kamen zum Großteil auch mit die brutalsten Spiele raus. No More Heroes. Du musst nur wissen, wie. No More Heroes. Oder Uncut. Ziemlich krasses Ding. Habe ich bei Beta gesehen. Das ist total bekloppt, das Spiel, aber richtig gut. Das ist richtig bekloppt, das Teil. Ich mag bekloppte Spiele, die keinen Sinn machen. Deswegen habe ich auch Scrotum Quest so gefeiert. Das soll ich auch nochmal irgendwie LP'en. Das ist genial, das Ding. Ja, ich hab doch keinen Tobi. Das? Achso, das ist von Tobi direkt, ja? Ja. Ja, ja, Tobi gemacht. Ja, dann muss ich das mir auch mal ziehen, dann werde ich auf jeden Fall. Ah! Und er meinte, Part Scrotum Quest 2 soll nächsten Februar kommen. Er ist schon dran. Der ist so bekloppt, der sollte sich mal wieder melden, das Schwein. Der Dresdner. Ja, ja. Muramasa Demon Blade soll auch gut sein, genau. Oder Beautiful Joe gab's ja auch nur für Muramasa den Muramasa ist cool, das habe ich schon gesehen. Hat auch Epic Name Bro gespielt, glaube ich. Ansonsten auch immer mit die größten Rollenspiele der letzten Jahre kamen immer für Nintendo-Konsolen raus. Auf dem Gamecube war es zum Beispiel Barton Kaitos und Tales of Symphonia, das dann später erst in Japan nur für die PS2 rauskam. Hm. Dann gab's auf der Wii gab's ja dann hier Pandora's Tower noch dazu und eben dieses Xenoblade Chronicles zum Beispiel. Das soll auch nicht schlecht sein. Ich hab sie leider alle noch nicht gespielt, aber es sind halt Sachen, die mich auch interessieren und die zählt die Fachpresse mit zu den besten Rollenspielen der letzten Jahre. Sehr gut. Das ist immer die Sache, man unterschätzt Nintendo-Konsolen leider, aber da ist Nintendo auch selber dran schuld. Die machen leider extrem wenig Support für Third-Party-Entwickler. Support? Extrem wenig. Support! Wenn du mal ein witziges Spiel spielen willst, Luna, dann such mal nach Zack and Wiki für die Wii. Das ist so ein komplett beklopptes Abenteuerspiel. Sieht so ein bisschen wie ein Kinderspiel aus, aber ist echt witzig. Beautiful Joe gibt es auch auf PS2? Okay. Dann nehme ich das zurück, aber es wurde erst nachträglich für die PS2 portiert. Echt? Also, wie gesagt, ich will jetzt auch Nintendo nicht schönreden. Die machen selber zu viel falsch aktuell sowieso. Seit dem Wii U-Launch ist das ganze Ding für mich ein bisschen ins Abseits geraten. Abfall. Ist für mich Abfall. Mit Smash Bros. Dem nächsten wird es auf jeden Fall fett. Dass es auch für den 3DS kommt, ist natürlich klar, weil der 3DS aktuell die erfolgreichste Konsole von Nintendo ist. Ja, die ist auch nicht schlecht, die hole ich mir auch auf jeden Fall als erste, wenn vor der Wii U. Also ich sag mal, ich habe leider kein 3DS, ich werde mir vielleicht irgendwann mal einen zulegen, ich muss aber erstmal so viele Sachen auch nachholen. Wäre ich reich, hätte ich so viel Zeit zum Zocken, aber das habe ich leider nicht. Ja, 3DS muss sein, weil ich kein DS hatte und ich muss mal die ganzen Pokémon-Spiele nachziehen und sowas. Ich muss noch so viele für den DS erstmal nachholen, ich muss noch so viel für die Wii nachholen. Dann irgendwann die Wii U, ich komme einfach mit dem Privatzocken gar nicht hinterher, gar nicht, kein Stück. So als Tipp, also ich mach's so, ich lasse bei mir ganz, ganz viel durch den Raster fallen mittlerweile, durch das Raster, weil... Ich komme halt nicht dazu. Es ist so ein Stress, Spiele zu mögen, das ist so schlimm. Aber ja, deswegen fixiere ich mich jetzt auf ganz wenige Dinge und. Ja, weiß aber nicht. Ich will die alle spielen, weil ich heiß drauf bin. Ich bin halt Gamer, weißt du, das ist mein Problem. Es reizt mich. Das ist scheiße. Ich komme nicht dazu. Und Let's Play kann ich auch nicht alles. Ist ja denn, ich hätte vielleicht mal irgendwann ein Gerät, womit ich vom DS abcapturen kann oder von Wii. Dann könnte ich auch das Spiel als Let's Play gleich mal spielen. Das wäre praktisch. Auch schon überlegt. Ich habe aber leider keine gute TV-Karte. Ich habe nicht das Geld für eine TV-Karte. Ich habe auch nicht das Geld für ein 3DS plus Capture-Card. Das kostet keiner, auch viel, das Ding für einen. Ach, du hast ja gar keine. Ach, du meinst so ein Capture-Teil, Luna, meinst du TV-Karte? Also eine Capture-Karte für den 3DS? Nee, da brauchst du eine Capture-Karte. Direkt integriert in den 3DS. Ja, ich meine jetzt auch für eine Konsole, da hast du keine TV. Ich hab auch keine TV-Karte, ich hab kein Geld dafür, das kostet 100 Euro, so ein Scheißteil. Nö, die AH727 kostet nicht mehr so viel. Ich glaub, 70 Euro trotzdem. 70, ja. Ja, die kostet 70 und ich habe das Geld dafür einfach mal. So aus dem lockeren Ärmel habe ich das mal nicht eben. Aktuell leider, wie gesagt, jetzt in nächster Zeit sowieso nicht mehr, weil YouTube ja sowieso streikt und mir dann einfach mal selber flöten geht. Das wird schwierig für mich, dann das Hobby noch aktiv betreiben zu können, wenn es sich nicht bald ändert. Ja, deswegen versuche ich ja ein bisschen in Streams zu etablieren, aber das... Ja, Stream ist geil, aber hätte ich die Leitung dafür, vielleicht wäre nicht schlecht. Ja, aber mit dem, was ich hier mache, reiche ich kein großes Publikum, glaube ich. Siehst du, ist das eine gewöhnliche Runde?
Das ist, aber so ein so paar tausend werde ich niemals kriegen, so wie ein Funk zum Beispiel, der damit 3000. Auch daran, weil wir Streaming erstmal. Entweder bräuchte man dazu einen extrem riesigen, wirklich Community-lastigen YouTube-Account. Wofür ja, zur Zeit, es ist ja im Trend, weißt du, du kriegst Abos, aber keine Views. Das ist ja ein Trend gerade mal wieder. Richtig. Und ich habe im Moment keinen Monitor, richtig. Ja, und das. Ach nee, und ja, als Twitcher muss ich sagen, hast du es eigentlich fast nur gut, wenn du international tätig bist, also englischsprachig, weil die deutschsprachigen kannst du an der Hand abzählen, wenn es da einen großen gibt. Also mit mehr als 3.000, 4.000 gibt es, glaube ich, gar keinen. Ich glaube nicht mal, Funk hat 3.000 aktive Viewer. Zwei, glaube ich, schon, oder? Und ich glaube, der ist schon der größte, einer der größten deutschsprachigen Streamer. Da gibt es einen, der ist gerade auf Lehramt am Studieren. Einer der größte, nicht der größte, einer der größten. Nee, ich sag ja, da ist gerade einer, ich habe letztens einen gesucht und habe so einen gefunden, so einen Student, der streamt Hearthstone, der hatte 7.000 Zuschauer. Naja, trotzdem ist Funk immer noch einer der größten. Von dem habe ich noch nie was gehört. Von dem habe ich noch nie was gehört oder gesehen, du. Ja, ich sag mal, ich wäre schon mit dauerhaften 500, das wäre schon ein Traum. Ja, das wäre ein Traum, da bist du Partner mit. Ja, da wirst du auf jeden Fall Twitch-Partner mit, ja. Dann kannst du da auf Twitch deine Zukunft aufbauen. Ja, Leute, ich sag mal so, was man so hört, wenn du im Schnitt 500 Zuschauer hier hast, dann macht das mal so locker 10.000 Views monatlich auf YouTube wett. Das ist geil. Das ist richtig geil, du. Das ist richtig geil. 10.000 Views monatlich. Ja, Darth Vera ist auch super, wunderbarer Knopf. Die ist super. Aber ich komme leider nicht so viel dazu, bei Leuten reinzuschauen, so leid es mir tut. Ich würde so gerne bei Subs viel mehr gucken oder bei Vera oder. Ja, im Endeffekt reicht es nicht mal, um irgendwie ganze Projekte weiter mitzuverfolgen. Also bei Subs, gut, dass sie jetzt gerade nicht so viel hochlädt von Dragon Age 2, sonst würde ich da echt nicht. Man hat da kaum noch die Zeit leider, wenn man es, sag ich mal, etwas. Ja, jetzt habe ich Urlaub, aber jetzt. Betreibt alles, aber es ist trotzdem ist ganz sehr schwierig. Wie gesagt, das klingt immer so, als wenn. Partner werden, wenn es ums Geld geht, aber man muss auch bedenken, dass mittlerweile sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Ja, das stimmt. Deswegen ist es schon so ein ganz netter Ausgleich. Ich meine, es kostet euch ja nicht zuzugucken. Wir machen es ja immer noch kostenlos. Es gibt ja noch kein Abo auf YouTube. Noch nicht, Gott sei Dank. Sag mal! Team sowieso voll für den Arsch. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ja, ich hab das geblockt eben, seine Magie, und bin gestorben. Da lacht er wieder. Oh nein, ich lache nicht über dich. Ich habe nur gerade so eine wunderschöne PM auf YouTube bekommen. Was meinst du, Gary? Was, Gary? Bei regelmäßigen Streams? Nee, siehst du, es wird immer weniger. Ich glaube, das Interesse ist nicht so da für Streams bei uns, also bei mir. Sonntag-Streams sind eigentlich immer ganz gut. Kommt auch drauf an, was man spielt, weißt du? Ja. Ja, stimmt. Vera hat viel zu wenig Views. Das muss ich auch echt sagen. Vera ist echt eine super Let's Playerin. Die ist sehr souverän, sie hat Humor, sie hat eine richtig sehr angenehme Stimme. Das ist wichtig, finde ich, dass du eine Stimme hast, die man sich anhören kann. Richtig. Und auch ein gutes Mikrofon. Meinst du jetzt aktuell, was ich benutze, ziemlich für den Arsch, aber ich hoffe, dass mein Monitor endlich mal ankommt. Mann, da kann ich wieder richtig drauflegen. Ja, das ist auch richtig, Theoretiker. Also, ich war ja auch nicht unbedingt die erste Generation, ich war die dritte, oder Luna? Du kannst das, glaube ich, besser beurteilen. Du warst irgendwo, ja, weiter hinten auf jeden Fall. Ich war der dritte, und ich mache jetzt auch schon zwei Jahre. Ich zähle mich selbst zu einem der letzten Verbleibenden. Also würde ich mich selbst zur ersten Generation noch zählen, weil ich, gut, die erste Generation war eigentlich so Funk, Sui, DK. Das stimmt, Vicky, das stimmt. Nee, aber ich sag nur, also als ich schon angefangen habe, gab's schon eine Menge Leute, die sagten, ich muss jetzt Let's Plays machen. Als aber du mittlerweile angefangen hast, hatte ich schon 600 Abonnenten. Nee, warte mal, ich meine ja nur, es nimmt wirklich so ein bisschen Überhand. Weil, wenn du siehst, wie viele neue Let's Play jeden Tag dazukommen. Und das man muss halt leider Gottes sagen, wenn man heutzutage jetzt anfängt, ist es wirklich sauschwer, noch einen Zuschauerkreis zu kriegen. Auch wenn ich es vielen Leuten gönnen würde, weil es gibt so viele tolle Leute, weißt? Wo du dann guckst und denkst dir, wow, der ist ja viel besser als der jetzt mit seinen 100.000, der nur Minecraft macht, so als Beispiel jetzt. Ich will jetzt niemanden ansprechen. Deswegen unterstütze ich auch mal ganz gerne die kleinen Leute, weißt du? Ja, deswegen. Ich knall mir keine großen in die Box, nur in Ausnahmen, sondern eigentlich nur so kleine, weil ich denke mir, vielleicht kriegen die dadurch auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Man gönnt's denen ja, wenn man so mag. Deswegen, das ist auch super, deswegen gucke ich mir auch mal ganz gerne Leute an, die sagen von wegen, ja hier, ich weiß, bla bla, aber kannst du mir nicht irgendwie Tipps geben oder wie findest du meine Videos, deine Meinung wäre mir sehr wichtig. Da sage ich jedes Mal, okay, ich guck mal rein, guckst du das erste Video an, guckst du aus der Mitte vielleicht dann und das letzte Video und sage ich so, okay, ist gut, okay, ist nicht gut, und dann gucke ich mal, ob ich da
vielleicht mal einen Shoutout machen kann. Und wenn mich die Person überzeugt, mache ich auch gerne mal einen Shoutout. Aber das ist leider immer seltener, weil der Konkurrenzkampf ist auch zu groß geworden. Man muss schon von Anfang an, sag ich mal, das gewisse Extra bieten. Und ich gebe zu, ich mache das, wenn Leute mich fragen, wie und was und wo. Also wenn sie fragen, so Tipps, dann gebe ich da schon mal Tipps und sage halt, sei du selbst und versuch halt, das Ganze locker zu machen, ein bisschen reden und so. Aber dieses, wie nimmst du auf, also das kann ich echt nicht mehr lesen. Das, gerade wenn man sich da schon irgendwie alles zurechtlegt und Infos schreibt und die Leute lesen es nicht, boah. Um in diesem Zusammenhang nochmal kurz auf die eben erwähnte PM, die ich gerade auf YouTube bekommen habe, zurückzukommen. Die passt dazu. Und zwar jemand mit so einem richtig klassischen Face-Your-Manga-Avatar hat mir folgenden Satz als PM geschrieben. Du abonnierst mich und ich gebe dir Likes und Kommis auf deine Videos. 3 Ausrufezeichen, fertig. Okay. Geil. Mach's, Kalima. Hört sich nach einem guten Deal an, finde ich. Ja, weil das sagt man so, die Sub-for-Sub-Kanäle sind mittlerweile eh tot, aber es gibt immer noch Leute, die nach Sub-for-Sub fragen, wo ich mir auch denke, was hab ich davon? Gar nichts. Und was hat er davon? Und vor allem, was hat er davon? Er guckt meine Videos nicht, ich guck seine Videos nicht, wir werden nur Abo-Leichen. Da habe ich nichts gewonnen. So sieht's aus. Das ist echt, das klingt zwar immer hochnäsig, aber das ist halt so. Warum sollte man irgendwelche Leute unterstützen, die man nicht kennt? Ja, die man sich halt auch nicht anschaut. Schon gar nicht mit einem Abo, die man sich nicht mal anguckt, ja. Ich sag ja, viele denken halt, abonnieren bringt's, aber das ist nicht so. Abos sind das Unwichtigste, was es gibt auf YouTube. Wenn Leute schon schreiben so, ich hab dich mit meinen 2 anderen Kanälen auch abonniert. Ja. Ein Kommentar auf YouTube ist... Wenn du ihn dann auch dreimal guckst, ist gut. Und dann ein Kommentar auf einem Video fragen, wie viele Abos hast du eigentlich, als wäre das wichtig. Ich finde das total unwichtig. Das ist wirklich so, ein Kommentar auf einem YouTube-Video ist wichtiger als ein Abo, aus meiner Sicht. Ja. Im Prinzip, ja. Aber bei einem Kommentar kriege ich aktives Feedback, bei einem Abo. Abo habe ich nichts. Deswegen, ich sag mal, wenn ich 5 Abos hätte und tausende Views, das wäre mir sogar viel lieber, dann wüsste ich definitiv, okay, ist cool. Ja, dann kannst du aber wahrscheinlich auch auf der anderen Seite nicht unbedingt davon ausgehen, dass du regelmäßig diese Views bekommst. Ja, das ist das Problem. Es hat ja jemand mich in seine Favoritenleiste gepackt und guckt jeden Tag auf den Kanal. Ja. Das ist wohl so. Ah, wir hören uns jetzt halt an wie so Waschweiber, die so über Elementares diskutieren hier, aber... Irgendwie reden wir doch mal über was nicht Elementares. Ja. Luna, wie geht's dir heute? Nicht so gut, Alter. Mit Alkohol geht das. Da klappern schon die Flaschen. Oder? Es geht besser. Das ist doch schön. Der Klosterfrau hilft. Der Klosterfrau. Ja, die Sub-for-Submarines. Genau die. Der Klosterfrau hilft. Der Klosterfrau Melissengeist. Der Geist also. Blood Ratio, ich kann es nur empfehlen. Den Soundtrack im Auto, du bist nie wieder wütend. Den Dark Souls Soundtrack, das ist einfach nur wunderschön. So. Na gut, Dark Souls, keine Ahnung. Hat das überhaupt Musik, das Spiel? Nein. Nee. Hat keine. Ist nur gar nicht. Ich fand das immer so steril, als ich so geguckt habe. Echt? Das ist doch nicht steril, das ist total stimmig. Ich finde Dark Souls total steril. Wir sind nette Waschweiber, oder? Das lieb Lia. Die Animationen sind voll hakelig und das ganze Gameplay ist total knifflig. Das ist nicht hakelig, das ist total flüssig. Das hat das beste Kampfsystem ever. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt kommt der Nerd Rage. Ich bin wirklich kein Freund von Dark Souls, muss ich sagen. Mir gefällt das Spiel überhaupt nicht. Es hat einfach irgendwie keinen roten Faden, der mich durchführt. Alarm, jetzt kommt der Nerd Rage. Ich will bei Rollen spielen mit einer intensiven, interessanten Geschichte, die charakterreich und wendungsreich ist, an die Hand genommen werden, wo ich am Ende sage, boah, das hat mich jetzt so geflasht, dieser Storywechsel. Bäm, er ist ein Vater, Luke, nein, warum? Und sowas will ich haben, weißt du? Aber das kannst du ja nicht. Spoilern, Luna. Das meine ich eben. Und nicht sowas wie, oh, ich hab den Drachen besiegt, Spiel zu Ende. Ui, toll, keine Story. Ich stehe auf Story bei Rollenspielen, tut mir leid. Für mich ist kein Rollenspiel, für mich ist es einfach nur ein Action-Fantasy. Das ist ein Rollenspiel, du musst nur dahinter steigen. Die Story ist sowas von tiefgängig. Aber ich, du musst halt nicht jedes Item lesen, was da dabei steht, was du im Quelltext. Ich bin noch nicht mehr zu DOS-Zeiten, wo ich mir die Item-Beschreibung durchlesen muss. Die Zeiten sind durch. Ja, siehste, du bist halt so einer dieser Rollenspieler, die es vorgelegt haben möchten. Aber bei diesem Spiel kommst du halt auch sofort schon drauf an. Ich müsste ja auch meine eigene Entscheidung haben, weißt du, in Rollenspielen. Aber ja, das sind alte DOS-Dinger. Nur weil sie zu faul waren, für irgendeine Inszenierung zu sorgen, soll ich das Spiel gut finden? Nee. Ja. Ich brauche Inszenierung. Ich hat nichts mit Hollywood oder vorgelegt haben zu tun. Oder ich möchte halt, wie gesagt, auch Dialoge und Charaktere. Du bist hier nur alleine unterwegs, das ist doch voll scheiße. Eigentlich nicht. Ich brauche eine Gruppe, eine Party, weißt du, die mich führt, die durch Intrigen und Liebe und Schmerz und Hass und Freude und Lachen. Lustige Dialoge. Ich brauche sowas, weißt du, ich will. Ah, Emotionen. Weißt du, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, deswegen brauche ich Emotionen in deinem Spiel. Das Spiel ist mir jetzt einfach zu kalt. Ich finde sowas, Emotionen, was Luna gerade beschreibt, eher in Adventures als in Rollenspielen. Und deswegen spiele ich auch lieber Adventures als Rollenspiele, moin.
Adventures sind auch cool, ja, aber die spiele ich dann lieber für mich. Oder ja, zu Let's Play. Rollenspiele irgendwann auf die Ömme, weil das viel zu lang ist meistens. Echt? Also sowas wie Dragon Age ist pure Epik. Da, ja, aber ich habe nicht die Ausdauer, so ein ewig langes Spiel zu spielen. Ja, aber sowas eben zum Beispiel, oder eben, was nehme ich denn als Beispiel, was mich halt wirklich bewegt hat eben. Ja, das sind komischerweise teilweise leider immer die asiatischen Dinger, die halt so intensive Charakter, ohne jetzt dieses ganze schnulzige Firlefanz wie Final Fantasy es hat, das mag ich überhaupt nicht. Einfach wirklich eine interessante Story mit Wendung. Barton Kaitos, perfektes Beispiel für mich. Und Walking Dead ist ein Adventure mit super und Walking Dead, sowas zum Beispiel. Das ist sogar das Beste. Warte mal, Luna, wenn du an gewisse Stellen kommst. Nein, weil ich noch nicht weiterspielen konnte. Ich muss ja erst meinen Monitor haben, dann ziehe ich es weiter durch. Morgen, ich, übrigens, morgen, oder, ja gut, heute in 2 Stunden kommt das der zweite, also zweite Staffel. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich bis jetzt noch schaffe durchzuspielen. Ich hätte es auch bestimmt geschafft, aber nein. Ich glaube, ich mache das am Stück, dass ich dann jeden Tag so 15 Minuten übersetzt bringen kann. Ich will es ja komplett übersetzen wieder. Ich glaube, ich mache den ersten Teil jetzt intensiver, dass ich jeden Tag 2 Parts bringe und dann ist gut. Habe ich schon erzählt, was ich bekommen habe übrigens? Was für ein Kommentar auf The Wolf Among Us? Ja, hast du schon erzählt, oh Gott. Bist du doof und riechst nach Ei? Nee, da war du einer, bist voll der Egoist, Bruder. Da hat einer gesagt, das findet er höchst egoistisch, dass ich mich da hinsetze und das übersetze, weil ich hätte ja gleich die ganze Datei editieren können und das den ganzen Menschen zugänglich machen können, die es auch auf Deutsch erleben wollen. Weißt du? Ah ja. Ich spiel's blind quasi. Und doch, dann, von Dateieditierung so. Dann spiele ich's nochmal, um es als Let's Play aufzunehmen. Und das, die Argumentation alleine schon, weißt du? Und dann ja, hat er gemeint, weil ja nicht alle ich Wege mich da hinsetze mit meinem Team. In Dialogen sich offenbaren. Ja, eben. Er sagte ja, weil er sich da hinsetzt mit seinem Team und das für andere zugänglich macht, ist es ja ehrenvoll. Was ich mache, ist höchst egoistisch und, was hat er gesagt? Was war das Wort, was mich so aufgeregt hat? Ja, umsonst. Es wäre umsonst, was ich da mache. Nö, ich meine, dass er sich da hinsetzt mit seinem Team, das ist tatsächlich nicht unbedingt ehrenlos, aber... Aber sich dann so zu profilieren richtig, in der Richtung. Ja. Und zu sagen, ja, ich habe das gemacht. Ach, ist alles kacke. Ja. Ist halt, ich finde das auch mega egoistisch, dass du die Arbeit machst, Bruder. Das geht gar nicht. Ja. Ich meine, ich könnte es auch wie jeder andere auf Englisch spielen und sagen, ja, okay, ist mir scheißegal, ob ihr was versteht, aber... Wäre nicht so egoistisch. Ne. Das wäre total... Ja, die Logik ist so gut von dem Kommentar. Ja, deswegen. Also ich fand's frech. Ich hab's nicht geblockt, aber... Also die Person. Na so, den hätte ich geblockt. Aber ich blocke eh gerne. Auch der Typ da, der mir gerade geschrieben hat. Was ich von LOL halte, das warst du nicht ernsthaft, Claptrap. Das ist Bogas Lieblingsspiel, er sucht das die ganze Zeit. Ich spiele das immer, also wenn ich nicht gerade aufnehme. Er zeigt auch hier eigentlich immer nur Aufnahmen von anderen Leuten, die hier spielen, während er LOL spielt. Er kann da nicht aufhören. Es ist alles aufgenommen hier im Voraus. Ich guck dann ab und zu mal rüber und wenn irgendwas passiert, dann sage ich, oh! Nee, Quatsch. Oh, jetzt wurde das Leuchtfeuer also entschieden. Also der Stream ich mag LOL nicht, LOL ist furchtbar. LOL ist echt furchtbar, sorry. Bogas spielt gar nicht, er hat eigentlich nur den Windows Media Player laufen und lässt in der Webcam drüber. Ja. Über aufnehmen. Das ist ganz normal, mache ich auch so. Ja, wir spielen alle die ganze deswegen, Zeit. Nee, meine, ich weiß ja, dass viele nicht die Erfahrung haben, aber ich sag mal, ein bisschen googeln hilft ja oft und viele fragen mich zum Beispiel auch, wie ich das mit der Kamera so mache, dass das so gut aussieht, weil bei ihm würde es voll komisch sein, er hätte Reflexion auf dem Monitor. Ich kann mich diesem Trend absolut nicht öffnen, also LOL, nee, ich versteh's nicht. Ich mache mit der Handycam auf und dann sage ich, ja, es gibt auch Programme im Internet, einfach mal googeln. Ach, LOL ist schon okay, aber ist auch nicht so ganz meins. Nee, LOL ist mir zu bläh. Ich mag die Community vor allem nicht und die Menschen. Nee, die ist auch scheiße. Sag mal so, die Menschen haben es mir kaputt gemacht, das Spiel. An sich wäre es bestimmt nicht schlecht, aber ich habe leider sehr, sehr, sehr krasse Negativerfahrungen damit gesammelt. Im Fernsehen wird immer berichtet, der WoW macht die Leute abhängig, WoW zerstört Freundschaft und Beziehung. Bei mir war es LOL. Ja, okay. Ist leider so. Ja, aber ich habe höchstens ab und zu mal auch mit. Nicht, weil ich es gespielt habe, sondern weil die anderen es spielen. Ja, ich war ja mit dabei bei der Sache mit LOL, Luna. Bugger war ja auch dabei. Die wurden dann ist schade, weil die Leute, die da bist du mit denen ins Gespräch oder wolltest du ins Gespräch und die so, ja, lol, ja, blöd. Da warst du in der Konfi und dann kam nur Kauderwelsch. Und da kam die ganze Zeit nur lol, Kauderwelsch, dann haben wir gesagt, ja gut, dann ruft uns an, wenn ihr fertig seid und wir wurden nie wieder angerufen seitdem. Genau, so war das. Also heißt es für uns immer noch, ja. Aber im Endeffekt wurde ja gesagt, wir beide hätten uns abgekapselt und wir wären ja voll komisch. Wo ich mir denke, nein, eigentlich nicht. Aber das sind LOL-Spieler eben, das ist für mich das Problem. Ich mag die Menschen immer noch, ich hab nichts gegen die und wenn man mit denen schnackt, ist super, es macht super viel Spaß, aber leider. Ja. LOL-Sucht. Ja. Das ist die Sucht. Nee, aber das Spiel an sich ist echt gar nicht so verkehrt. Ist ja leider bei vielen Spielen so, dass die Spiele an sich nicht schlecht sind. Einfach nur recht hat, die Community von LOL ist schlechter als die von Julians Blog. Oh,
Warum? Naja. Da ist sogar kein Feuer. Obwohl schon ins Block schon ganz schön krass ist teilweise die Community. Das ist echt furchtbar. Ich freue mich, die gerade sind ja überall gestorben auf YouTube, bin. Die Jungs und schreiben dann immer, so ins Block ist viel besser. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum viele immer gegen die World of Warcraft Community so angepfeffert sind, weil ich finde die Community eigentlich gar nicht schlecht. Die haben immer teilweise auch krasse Argumente gebracht und das Schlimme ist, sie hatten immer recht. Immer wenn so ein Spiel rauskam, was sich gegen WoW gestellt hat, sagen wir es mal jetzt wie Warhammer Online, die ja wirklich aggressiven Krieg gegen WoW gespielt haben, und dann haben die WoW wieder gesagt, in einem halben Jahr seid ihr eh wieder dabei, weißt du? Und die alle so, nein, ihr überhebt nicht, WoW spielt noch. Was war in einem halben Jahr, waren sie wieder dabei? Also ich war so ein bisschen auf dem Age of Conan Trip. Age of Conan war cool, aber hat mich auch nicht wirklich gefesselt. Ich hatte nur Dummheiten gemacht, so wie Leute von der Klippe gestoßen mit dem Pferd und so Späßchen, mehr haben wir da nicht gemacht. Aber irgendwie 3 Monate gespielt war schon lustig. Aber ich will es nicht mehr weiterspielen jetzt. Nö, ja, meins ist das alles nicht. Ich bin nicht so ein Online-Rollenspieler. Ich freue mich so auf ESO. Das will ich dann auch immer streamen, so 3-4 Mal die Woche. Ja, mache ich gerne mit. Also ich stream nicht, aber ich bin dann dabei. Ja, ja, dann kann man ja auch so eine kleine Gilde aufbauen, wäre super. Ja, auf jeden Fall. Zuschauern, die es aufspielen, freue ich mich drauf. Weil da hätte ich dann richtig, das sieht halt auch aus wie Skyrim, nur halt mit mehr Motivation dahinter. Weil mich hat Skyrim irgendwann gar nicht mehr motiviert, obwohl die Welt so groß ist und alles entdecken und so weiter. Was machst du da mit dem Schild eigentlich auf dem Rücken, Guga? Weil ich jetzt halt Schild raus, Schild ziehen, Schild rein. Das ist so ein Trick, wenn du durch den Matsch läufst, dann wirst du ja langsamer. Aber wenn du das Schild wechselst, dann geht die Ausdauer langsamer runter, kannst du länger sprinten. Ich stehe ja Pro-Gamer hier. Ja. Oh, Gesundheit. Gesundheit. Abonnier mich und ich gebe dir Kommis und Likes. Ja, mach. Mach einfach. Ja, besser Deal, besser geht's nicht. Vor allem hast du so geile Comments wie Lohen. Vor allem der Betreff von dieser Nacht, das sehe ich jetzt erst, der Betreff ist nur awesome. Aber awesome bestimmt so geschrieben, wa? Mit awesome. Oha, ja. Awesome. Awesome. Nein, er hat schon richtig geschrieben, aber nur awesome. Abonnier mich und ich gebe dir Likes und Kommis. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wahrscheinlich hast du dich jetzt gefreut auf irgendwie so einen Lob. Danke, Leute. Du hast so ein tolles Video gemacht und du bist so super und dann auf einmal so ein Scheiß. Ja, so ungefähr ging's, ja. Vor allem ist das auch noch so ein Scheißkanal. Das ist nur Scheiße. Sackschlagen extrem, okay. Ach, komm schon. So scheiße. Die hat mich noch mit der Schwertspitze erwischt, die blöde Kuh. Aber sie ist tot. Ihr habt gesiegt und ich bin tot. Ist das schön, Leute. Ist das schön. Ihr seht's gleich im Stream, also sowas ist mir noch nie passiert. Ja, Theoretiker. Und laut meinem Knicke kann ich dir auch ins Maul hauen. Nein, Quatsch. Was? Was ist denn los? Laut dem neuen Knicke muss ich Luna jetzt entschuldigen. Nein, das ist schon nicht mehr der neueste Knicke. Echt? Also ich kenne den von 2010. Da heißt es eigentlich, wenn du niest, dann musst du sagen Entschuldigung, weil du setzt die anderen ja deinen Bakterien aus. Ich glaube, der ist von 2012 wieder nicht mehr up to date. Das wurde rausgekriegt. Okay. Ja gut, übers Internet ist das eigentlich auch eine andere Geschichte. Da kannst du mit Bakterien nix, ne? Bakterienflug. Ist da nicht so. Die gehen durch die Leitung. Computervirus gibt's da. Mhm. Hat er das gesehen, Leute? Das ist... Oder Quelak, die blöde Kuh. Das war nicht episch, das war gemein, dass die mich da noch getroffen hat. Die Aldi. Die Olle Zibbe. Die hat mich mit der Schwertspitze noch penetriert und ich habe sie mit dem letzten Magic Missile da, mit dem Seelenfall gekillt. So eine Gemeinheit. Wie spät ist es eigentlich? 10:10, aber ich mach jetzt noch das nächste Stückchen. Ich bin so schlecht, ne? Es gibt Leute, die spielen das echt in 3 Stunden durch mit Magic Only. Lobos Junior zum Beispiel. Der geht richtig ab in dem Spiel. Ja, der geht richtig ab, du. Wo sind meine Seelen jetzt? Ich wollte schon sagen. Mit 20.000 geilen Seelen. Über 20, oh Leute. Ich wünschte, ich wäre nochmal 20. Und ich überlege, die beiden hier mit mir in der Konfi sind so im Alter meines Bruders sogar. Der ist 10 Jahre jünger als ich, siehst du mal. Penetriert. Oh, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Als Waden. So, komm, ich mach noch den blöden alten Dämon und ist gut. Was, du bist der jüngste Runderwunder, Knopf? 18, na gut.
Boah, voll jung, Mann. Voll jung, ey. Oh, echt, ey. Das sag ich auch über Leute, die 29 sind. Boah, bist du jung, ey. Ja, ich bin älter als die Welt. Ich hab alles miterlebt. Wenn es nach Luna geht, ne? Alles gemacht. Oh, der Cypher ist älter als ich, da freue ich mich ja. Aber in ihrer Nummer steht 37, das macht gar keinen Sinn. Oder in seiner Nummer, keine Ahnung. 37 geboren. Deswegen 39, ja, stimmt, das macht Sinn. Ja, 39 Äonen schon dabei. Ah. 37 von 39 Äonen. Das heißt, zwei fehlen noch, dann hat sie einen Krieg. Oder ja, ist das jetzt ein Der oder ein Sie? Keine Ahnung. Diese Person kriegt dann einen Popeye mit Widmung. Ja, du, ich habe eine sehr alte Fanbase, Wunderwunderknopf. Also meine Statistik, die meisten sind 25 bis 34, bei mir über 30%. Bin ich ja ganz froh drum. Das ist also schon krass auf jeden Fall. Ist mir lieber als 14. Ja, es ist nicht böse gemeint jetzt, aber lieber als hätte ich jetzt 70% 13 bis 17, weil... Hey! Ich kann doch nichts dafür, dass ich so eine junge Community habe. Ja, ist ja nicht böse gemeint, wie gesagt, aber bei so Leuten da ist es schwer, was zu vermitteln, sage ich mal. Wenn du jetzt irgendwie über Themen redest, dann sind die da eher gelangweilt. Ich sag's ja, das, was ich jetzt auch wieder gekriegt habe. So, bist du langweilig, ich deabonniere dich. Und so, ja, okay. Ich finde das scheiße, dass du streamst. Ja. Bester Kommentar. Ich guck deine Videos voll gerne, aber deine Streams gucke ich nicht, die sind doof und so was. Nee, ich meine nur so Sachen, also da bin ich schon froh drum. Ich habe auch keinen, der irgendwie schreibt so böse Schimpfworte oder Erster kommt auch ganz, ganz selten. Und wenn, dann wird's gleich gelöscht, weil das ist Spam und das ist böse. Bei manchen Leuten aus der Community, der Urknall war ganz schön laut. Die, die hier zugucken oder andere, aber es sind Leute, also ich weiß nicht, ob die mich abonniert haben oder nicht. Der Urknall war ganz schön laut rupseln, ja. Ich weiß nicht, bei mir habe ich immer mehr das Gefühl, dass mich immer mehr geistig Behinderte abonnieren. Ich weiß nicht warum. Ist aber echt so. Das liegt vielleicht daran, dass ich dich abonniert habe. Weil die können weder lesen noch schreiben, noch anständig Sätze bauen und versteht auch erstmal raffen grundprinzipiell erstmal überhaupt nichts. Mhm. Du weißt ja, dass ich grundsätzlich zu gar keiner Zeit überhaupt irgendwas raffe. Gar nicht. So gar nicht. Junge, ich habe heute Morgen geträumt, du wärst gestorben. Ich sehe deine fiese Fresse hier schon wieder. Scheiße. Oh ja, hol mal lieber einen Kaffee, Junge. Was ist das denn für ein Feuervieh? Schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Komm mir doch Milch rein tun. Schwarz und lecker. Hauptsache schwarz, heiß und lecker. Wie willst du da Milch rein tun, Junge? Das ist doch gar nicht mehr schwarz und lecker. Ich rede mit dir. Was der Kaffee jetzt mit der Figur zu tun hat, Junge. Das erklär ich dir gleich mal. Scully, ich hab dich akustisch leider nicht verstanden. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nur wissen, was das für ein komisches Feuerfieder ist. Das kenn ich nicht. Der Lavastrom-Dämon, der ist lustig. Sieht witzig aus. Der ist der einfachste Gegner im ganzen Spiel. Guck mal, ich renn nur vor ihm weg und dann stirbt er gleich. Ja, der ist total lustig. Wie gesagt. Ja, die heutige Jugend. Genau so sieht's aus, Gary. Ja, ne? Ja. Früher war das alles noch anders. Da waren sie noch ganz anders. Da sind die noch in den Krieg gezogen. Der Alex hat mir da einen geilen Spruch von Sokrates gepostet. Es ist immer früher alles besser. Na guck, jetzt hau ich den fünfmal. Bam, ist er tot. Milli, dich meinen wir auch gar nicht. Ich meine, bei mir in dem Fall, es liegt nicht am Alter. Ich glaube, das sind auch teilweise gar keine Jüngeren. Das sind einfach teilweise Leute, die einfach, ich weiß nicht, komisch sind. Es gibt da aber echt so ein paar übliche Verdächtige. Es gibt da wirklich Verdächtige, es ist auf YouTube gerade sehr auffällig und eigentlich fast nur auf YouTube, muss ich sagen. Ja, YouTube war da eigentlich so eine geile Community. Nee, ich muss noch ganz kurz hinzufügen, also bei mir sind die Mädels sind jünger, sage ich mal, als die Kerle, die mich dann gucken. Mhm. Aber die Mädels haben auf oft mehr Anstand, sage ich mal. Ja, gerade in den Jahren zwischen 10 und 20 sind ja die Mädels meistens auch etwas reifer als die Jungs. Das stimmt wohl, ja. Also, ja. Also im Durchschnitt, man kann Jungs das... Jungs zwischen 13 und 17, die sind halt oft mal richtig, richtig frech, also... Und anstrengend. Ja, nee, also ich find's halt, wenn sie mir irgendwelche bösen Sachen schreiben, das finde ich gar nicht lustig, also... Das ist kein Spaß. Bei mir ist es so, ich habe zwar laut Statistik mehr Jungs als Mädels unter den Abonnenten, aber... subjektive Meinung ist, dass die aktiveren Abonnenten, also die Kommentare schreiben, mehr die Mädels sind. Und auch auf YouTube, auf Facebook, mehr die Mädels aktiv sind. Im Schnitt. Also ich habe sehr viel aktive weibliche Abonnenten. Das finde ich auch schön, das ist auch kein Problem. Aber ja, das ist ja ist halt so. Und ich habe da so eine ganze Reihe an Verdächtigen, bei denen ich mir nicht so ganz sicher bin. Zwischen 13 bis 17 im Schnitt die Community durchschnittlich. Es sind viele ältere dabei, aber die sind eher
inaktiv. Die schreiben nicht so viele Kommentare, sondern gucken eher, weißt du? Das war kein Exploit. Und außerdem, das zählt nicht zu kämpfen, weil ich habe ihn einfach nur ein bisschen gekitzelt mit der Faust. Meine magische Faust, genau. Ja, das ist übrigens gar nicht so bewiesen, dass früher alles besser war. Das wird nur im Gehirn so verarbeitet, ne? Weil man da wird steht, ja älter, Hordak vergisst hat das nur geschrieben, Sachen. Früher war alles Bier. Achso, alles Bier, achso. Nee, ich habe da mal was. Ich habe da mal ein Video gesehen von von Dr. Allwissend, der hat auch richtig, der hat auch recht damit. Was? Der lacht sich kaputt jetzt hier. Nee, aber das ist wirklich so. Das Gehirn, das verliert ja viele Informationen über die Zeit und deswegen hast du vergangene Ereignisse, die eigentlich total blöd waren, als gut in Erinnerung, weil es halt abgeschlossen ist. Deswegen, nee, das liegt doch daran, weil das Gehirn aus Selbstschutz die schlechten Erinnerungen verdrängt, weil man sonst sich zu sehr überlasten würde, was schlechte Erfahrungen belasten angeht. Würde. Würde richtig belastend sein. Belastend. Nee, ja, ich weiß noch, man halt auch einfach an meine das Ausbildung, die fand ich... Und das, was jetzt neu ist, da kann man sich nicht mehr so reinfuchsen. Hm. Zum Beispiel, ja, ich weiß noch, meine Ausbildung damals, die fand ich total blöd. Ich wollte immer aufhören, ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt, aber hab's dann doch durchgezogen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich so, ja, eigentlich waren ja ganz coole Sachen dabei, so die Partys und mit Kollegen was machen und so. Aber damals fand ich das so ätzend, so. Ich fand das richtig ätzend. Ich wollte schon morgens gar nicht hingehen, so schlimm fand ich das teilweise. Das ist genauso, wenn Erwachsene rückblickend sagen, Schule war die beste Zeit eures Lebens. Das stimmt, aber das sage ich heute auch schon. Ja, ja, aber ist nicht unbedingt so. Jedenfalls. Aber ich finde jetzt Studium jetzt schon geiler als ich. Ich sag mal so, es stimmt jetzt der Schule dazu, aber die Sache ist halt die, Schule war deswegen geiler, weil man erstens mehr Zeit für alles hatte. Du hast einfach das stimmt natürlich, aber das Studium hat halt... den ganzen Tag, weißt du, das war cool. Da willst du den ganzen Tag nur arbeiten oder YouTube nebenbei. Und dann hast du gar keine Zeit mehr. Abends eine Stunde noch für deine private Freizeit. Super! Ja, schon klar, aber du hast in der Schule halt auch viele Freiheiten nicht, die du dann später hast. Hm, das stimmt wohl. Ja. Urlaub machen, wann du willst. Man hat nie die perfekte Zeit. Außer man ist ja, genau, das Ding von Sokrates. Da kommt wieder das alte Ding von Sokrates raus, genau. Das ist gut. Ja, ich sag ja, die Leute früher... Ja, das ist ja sogar Alex hier, der hat's mir ja geschrieben. Wir hatten ja die Diskussion. Da hat mir ja geschrieben, so ein Artikel, wo dann gesagt wird, ja, ich lade es ja nur hoch, ich habe ja keine Verantwortung. Und das sehe ich eben nicht so. Ich meine, ich lade zwar recht brutale Videos hoch, aber für den Inhalt kann ich ja nichts. Ich versuche dann wenigstens verbal nicht auszuufern, dass ich dann irgendwie die ganze Zeit nur Schimpfworte von mir gebe. Deswegen machst du Videos mit Maddie. Ich sag immer, ich zügel den schon immer ganz schön. Ich sagte mir immer, Maddie, nee. Maddie, nein. Darfst du nicht, kannst du nicht. Ich sag immer, klar, ich hab auch Verantwortung dafür, aber ganz ehrlich, mir ist es total scheißegal. Ich bin da echt so, dass es mir total Wumpe ist, weil die Leute, die meine Videos gucken, sind teilweise noch viel schlimmer als ich. Von daher ist es mir sowieso Humpe. Nee, Wumpe. Deswegen, ich will da wenigstens so ein bisschen Bildungsauftrag durchquetschen und sagen... Das kriegst du, gut, bei deiner Community ist es in Ordnung, bei meiner Community krieg ich nicht mehr hin. Nein, Quatsch. Bei mir ist das von vornherein einfach so. Aber ich sag mir einfach immer von wegen, so? Ey, die paar Ausdrücke, die ich da mal sag, weißt du, das sagt jeder normale Mensch in seinem privaten Leben auch. Von daher ist es für mich, es ist einfach nur menschlich zu sein. Also manche Sachen sind... Ich verstell mich halt einfach nicht, weißt du, mir ist es wichtig, dass ich authentisch bin in meiner Art, wie ich ja, bin. Ja, ich bin im echten Leben ja auch nicht anders. Ich meine, ich... Ja, unter uns fluche ich ja auch manchmal ein bisschen, ne, weißt du ja. Natürlich, klar. Aber so wirklich auf Arbeit zum Beispiel, da hörst du von mir nicht einmal Arsch. Das ist bei mir schon das Äußerste in den Videos zum Beispiel. Ich möchte den Kommentar von Backslash lobend hervorheben. Hm? Was denn? Ein Sokrates-Zitat von ihm, der als Nickname Kakophant hat. Unbezahlbar. Ja, eigentlich heißt der Potsdamt, oder? Alex Potsdamt. Er hat übrigens damals auch Dings gewonnen, weil seine Freundin mir ein schönes Panda-Bild gemalt hat. Das war echt super. Mit Paint, wow. Vielleicht habe ich ja auch einen Bildungsauftrag, und zwar, dass man auch Dinge einfach locker angehen kann, dass man nicht alles wissen muss, dass man im Leben auch mit viel Spaß und trotzdem Engagement einiges erreichen kann. Ich war auf Arbeit auch mal rotzfrech, und was hat es mir gebracht? Nichts. Ja, ich konnte auch nie mit Autoritäten um, also mein Chef, ich würde dem am liebsten so übers Maul fahren die ganze Zeit. Warum muss ich Leuten irgendwas beibringen, wenn ich doch selber nichts beigebracht bekommen habe? Nein, wenn ich es einfach nicht kann und nicht möchte, ich will einfach, wie gesagt... Das Leben in vollen Zügen genießen und das sollen andere ebenfalls. Und wenn meine Zuschauer das dadurch schaffen, dann habe ich doch wenigstens. Ich sag mal so, wenn ich das von meiner Mutter auch sowas sagen würde, so Worte, die wird auch sagen, sag mal, reden wir denn so? Bei meiner Mutter, die ist doch schlimmer als ich, deswegen. Echt jetzt? Natürlich! Ich hab doch schon mal. Meine Mutter hat doch mal gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich mit meinem Bruder gepimpert habe. Sowas wie du kann doch nur durch Inzucht entstehen. Alter. Ich hab gelacht und sie hat auch gelacht. Von daher, wir über so eine Scheiße lachen wir. Das ist unser Humor in der Familie, weißt du? Deswegen, so sind wir halt. Da kann ich nichts für. Das ist ja mal.
Ich find's witzig. Ja, aber es ist ganz schön derbe eigentlich. Das ist derber Berliner sarkastischer Scheißhumor, aber so sind wir halt. Ihr Lunas. Die Luna-Familie. Die Familie Luna, ja. Familie Luna. Nee, deswegen sag ich mir einfach, komm, wenn mir das nicht geschadet hat, dann schadet das anderen auch nicht. Und im Gegenteil, ich hab Stream noch, ich hab viele Leute gehört, die haben gesagt, ey, danke. Gleich, mach gleich Schluss. Du hast damals so viel Einfluss auf mich gehabt, auf indirekte Art und Weise, und ich bin dir dafür dankbar. Habe ich jetzt schon wieder gehört bekommen von einer damals 13-Jährigen, die jetzt 15, 16 ist. Hat auch gesagt, ich finde das so toll, und du hast einfach quasi so ein bisschen in mir die humoristische Seite hervorgebracht und bla bla bla. Die hat sich dafür bedankt, dass du geworden bist. Das jetzt okay. Halt verdorben. Dass einfach, nicht verdorben, aber dass sie halt so einen, ich sag mal, etwas sarkastischeren, teilweise schon ein bisschen herben Humor hat. Das findest du toll. Und ich finde das auch super. Ich stehe halt auf so einen Humor. Das ist meine Sache. Ich sage nichts dagegen. Ich sag nur, dass es halt. Die Worte nehme ich halt nicht alle in den Mund, weißt du? Jeder, ja, wie er es mag. Ich sag ja so, du kannst niemanden davon abhalten, hast du schon recht, aber ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, weißt du, dass ich den Leuten da irgendwie so Worte an den Kopf werfe. Das will ich nicht. Ist halt auch meine Erziehung, weißt du, meine Mutter, die hat da sehr drauf geachtet, wie wir uns artikulieren. Das finde ich irgendwie auch, vor allem auch, dass wir nicht in Dialekt reden, weißt du. Also klar, ich rede schon ein bisschen Dialekt, aber hauptsächlich Hochdeutsch. Meine Mutter hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir Hochdeutsch reden. Dass wir keinen Dialekt uns da aneignen und dann so auf die Leute auf der Straße zugehen. Ich hab das halt von meiner Familie gelernt, weißt du? Ich hab das halt, ich bin Berliner. Ja, Berlinerisch ist lustig, aber. Ich hab das richtig gelernt, weißt du? Unser Dialekt hier ist richtig, ich find den richtig blöd, ich mag den nicht. Ich geh aus Heidelberg. Was? Aus Heidelberg? Die arme Mensch, wo kommt sie denn her? Die singen ja. Die singen ja. Die Heidelberger, oder beziehungsweise die Badenser, so die Baden-Württemberger. Ich kenn's nicht jetzt von ich weiß ja nochmal, Kurt Krömer. Sie armer Mensch, was ist denn passiert? Wo kommen Sie denn her? Egal, ich komme aus Heidelberg. Die sagen da, die reden aber nicht so. Weiß ich doch, das ist aber leider Berliner, ist ein Kölner. Ich komme aus Heidelberg. Ja, ich komme aus Heidelberg. Ja, ich weiß, er sollte um 10 aufgehört haben, aber jetzt. Wollt ihr, dass ich aufhöre? Dann höre ich auch so. In Heidelberg singen sie dir was vor, da sagen sie wirklich so, eher Luna, Horschemo, Schmuss, da was, verzähle. So wie die Katzenberger reden die da. Ich meine, die kommt ja aus Ludwigshafen, das ist ja in der Nähe. Weißt du, da muss ich erstmal überlegen. Muss ich mal überlegen, ich verstehe. Da hab ich jetzt aber ganz schön eine Pfanne gehauen, da. Fränkisch ist richtig. Das ist richtig das Beste. Fränkisch. Was ist vor allem Luna? Bist doch erst nach Berlin gezogen. Nee. Ich bin nicht gezogen. Kommst du etwa aus Baden-Württemberg? SWR3, wenn Niki. Ich sag ja auch nichts dagegen. Ich finde das so lustig, wie die reden. Oh, es gibt ein Update von Hearthstone. Ja, Hoshimo. Ich bin eingeschlafen in der Sonne auf dem Balkon. Jetzt habe ich doch voll den Sonnenbrand. Die reden so geil, die Baddancer, die Baden-Württemberg. Ja, ich find das irgendwie manchmal schon ganz knuffig. Ja, ich finde das auch total knuffig. Also gerade wenn Frauen so reden, finde ich das total süß. Oder wenn die Männer so reden. Oder Frauen, wenn Frauen so fränkisch reden, so das R, so rein. Wenn die Männer so reden, du. Das könnte auch süß sein. Gell? Das ist immer schön, ihr wenn ich alle in den Tod, ihr damit Pester. Aufwache, das ist toll, ne? Toller Wecker. Fühlt man sich schon gleich männlich. So, alle tot und dann jetzt? Dann krieg ich eine SMS und Lally Kellys gehen los, dann ist die Männlichkeit auch schon zu Ende. Oh Gott. Lally Kellys sind ultramännlich. Dop, dop, da, dop. Also Lally Kellys sind aber auch eine der genialsten Entdeckungen der letzten Wochen. Fast so gut wie Leviosa. Leviosa. Sind geile Schuhe. Ach, der ist ja auch noch da, der Ritter, moin. Aber ich hätte, obwohl ich sagen muss, schon wirklich echt gern einen anderen Dialekt als Berlinerisch, weil ich finde andere Dialekte, die haben sowas Lustiges, sowas Süßes. Berlinerisch, das klingt richtig eklig, weißt du? Kann ich überhaupt nicht leiden. Sächsisch. Da klingst du immer, ja, Sächsisch. Da bin ich doch froh, dass ich Berliner bin. Würde die Welt jetzt hessisch sein, dann trinken sie alle Appleboy. Das ist hessisch. Ja, wir sind Hesse. Appleboy. Die Hesse, die sind lustig. Der Hesse. Ja, die Hessen, die sind echt gut. Ja, weil alle Dialekte, die haben
da ist alles verändert, weil Berlinern ist immer nur so einzelne Wörter, die da kannst du nicht richtig, weißt du? Ja, Kölsch ist richtig schlimm. Es gibt ja ein richtiges Deutsch-Kölsch-Wörterbuch. Schwäbisch ist wirklich süß, ja. Rund, runder Knopf, runder, runder Knopf. Eigentlich ist kein Gläube, ich hab mir das aufgespart. Eigentlich ist das Gläube. Na, ich hab leider gar keinen Dialekt. Hast du nicht? Oh. Nee, ich bin ja, so eine Mischung aus Ruhrpott und Baden-Württemberger, weil ich habe meine Kindheit die ersten Jahre im Ruhrpott verbracht und bin dann in Süddeutschland gezogen. Da habe ich so gerade keinen Dialekt mitgenommen. Ich finde Norddeutsch so einer der besten. Ist echt. Moin, allein Moin. Moin. Das ist ja auch sowas, wenn du in Wiener nachmachst, dann sind die anderen Österreicher gleich ein bisschen sauer, weil viele Österreicher reden ja gar nicht so wienerisch. Was ist denn wienerisch? Oh, küsst die Hand. Ja, das ist aber charmant. Der ist halt der Klassiker. Oh, was mach ich denn? Wann pariere ich denn? Man kann schon ganz gut Dialekte nachmachen. Ich kann viel gut nachmachen, aber das verstehen manche nicht und sind deswegen böse. Imitation ist die höchste Form der Anerkennung, das verstehen halt echt viele nicht. Ich kann auch gut so die Arten von Menschen nachmachen, weißt du da, Luna? Hey, ich weiß deswegen, ich wollte schon mal so ein... Ja, aber das mache ich nicht. Da würden sich bestimmt viele ärgern, wenn ich das mache. Vor allem, wie du den Fokker nachgemacht hast, einfach zu göttlich. Ja, grüezi wohl, willkommen zu einer weiteren Runde Last of Us im Multiplayer. Das klingt so gut. Ich bin nicht alleine, ich hab die Katte, den Vex und den Brunker bei mir. Das kann ich mir nicht anhören, bitte. Aber es klingt so echt, wie der Volker wirklich klingt, das ist so gut. Auch so diese phlegmatische Art, weißt du? Ja, ja, so ein bisschen. An der Stelle seist du gegrüßt, Volker. Wenn du die Karte nachgemacht hast, war auch gut. Schweizer Akzent, den höre ich, habe ich für eine Zeit lang jeden Tag gehört, weil ich in Konstanz gewohnt habe und das ist direkt an der Grenze. Ich habe 9 Monate in der Schweiz gewohnt. Ich kann das nicht leiden, tut mir leid. Ja, grüezi wohl, kann ich Ihnen etwas brunken? Wollen Sie etwas trinken? Was ist das für ein Omikron so dazu gar? Was? Ich habe das schon wieder voll verlernt, das Schweizerdeutsch. Kann ich Ihnen etwas Bestellaufnahme? Bestellaufnahme, ja, die machen wir aus dem UNG, machen sie mal in der IG hinten. Bestellig? Ich hab mir mal einen Pfefferminztee bestellt, die haben mich nicht verstanden, die haben gesagt, was wollen, was? Smünze da, sie wollen Smünze da, die so, was? Oh. Okay, dann trinke ich halt Smünze da. Ich hab Schweizerdeutsch total süß. Nein, das ist überhaupt nicht süß, wenn du vor hinter 5 Leuten an der Kasse Pelzer, stehst, die alle die Mehrwertsteuer zurückerstattet bekommen. Ja, hier, nicht auf dem Modem, der Pelzer, den kann ich auch sprechen, weißt du? Was ist das Modem? Bei der Pelzer? Bei der Pelzer muss ich immer nur SCH draufhängen, dann hörst du, wie Pelzer da sprechen tut. So retten die Pelzer. Ich habe einen Kumpel, der ist ein extrem pfälzisch redet der. Den nennen wir immer die Valium-Schildkröte. Weil der redet halt immer so, weißt du, ich muss dir mal was erzählen. Hast du mal? Muss schon mal. Ich find's lustig, ich mag das voll, so Dialekte nachahmen. Ja, Dialekte sind echt cool. Ich find Dialekte auch total knuffig. Bei Frauen ist es voll süß, wenn sie Dialekt sprechen. Ja, ich sag ja, ich hatte so eine Kollegin in der Schweiz, die hat so Hochdeutsch gesprochen, konnte sie gut, aber dann so richtig so das R gerollt, so ganz süß. Ja. Die war so putzig, die habe ich gemocht. So ganz süß. Warum greift der Wolf eigentlich mit dem Schwert in der Schnauze an? Wäre es nicht viel effektiver, wenn er sich direkt einfach tot beißen würde? Nee, dafür musste das Addon kennen. Artorias of the Abyss. Dann weißt du warum, der hat ja ein Herrchen, Artorias. Und er hat ihm beigebracht, wie man halt das Schwert kämpft. Der hat auch genau denselben Kampfstil. Aber ist das, so nicht, ist das für einen Wolf trotzdem total umständlich, mit dem Schwert zu kämpfen? Weiß nicht. Er kann's halt, siehst du. Ich glaube, beißen wäre ein bisschen imbar. Ja, siehst du. Ja, aber das ist halt ein dummer Wolf dann. Oh, der ist nicht doof. Der ist voll knuffig. Ich finde es voll schade, dass man Sif töten muss. Nein, Sif ist tot. No. Der arme Sif. So, da. Ich muss immer die Vokale langziehen, weil sowas, das ist unglaublich. Das ist mir mittlerweile auch schon integriert. Integriert? Integralrechnung, genau. Ja. Naja. Was, Kölsch? Oh ne, Kölsch kann ich leider gar nicht. Ich auch nicht, das ist veranstrengend. What? What? Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Kölsch ist richtig schwer. Das ist echt wie eine neue Sprache. Da müsste ich echt viel, viel Übung investieren in das.
Nein, geht nicht mehr. Everything goes with Kyle Team. Ja, ich finde es echt dumm, dass man den Ring nicht irgendwo anders herbekommt von Sif. Das finde ich so doof. So einen armen Wolf da einfach mal töten. Der ist, vor allem wenn man das Addon spielt vorher und den findet, kurz vor Manus, dann schnüffelt er ja an einem und jault dann noch, weil du hast ihn ja als Kind befreit quasi, wenn du das Addon halt machst. Diese geheime Stelle. Und dann schnüffelt er an dir und jault, weil er dich halt bekämpfen muss eigentlich. Weil du ja das Grab seines Herrchens da entweihst. Weiß auch nicht warum. Aber ich was ist denn jetzt eigentlich hier? Kannst du mal die Story vom Spiel zusammenfassen? Wenn die so großartig ist, dann solltest du das ja hinkriegen, wa? Was? Du kommst zu mir aufs TS, Velotrag? Ich hab leider kein TS. Das ist bei Luna. Was sagst du, Luna? Entschuldigung. Luna, ich hab dich. Kannst du nochmal? Die Story vom Spiel von Dark Souls. Worum geht's denn eigentlich? Ja, es geht eben darum, dass. Ja. Wie soll ich sagen? Das ist ein bisschen kompliziert. Also, es geht darum, dass das ewige Feuer erlischt. So langsam. Und Gwyn der letzte Hüter ist quasi. Aber der ist ein bisschen korrumpiert. Und deswegen bist du als erwählter Untoter ausgesandt, die Leuchtfeuer wieder flammen zu lassen. Oder entflammen. Aber du kannst dich halt am Ende entscheiden. Willst du das entflammen lassen oder die Welt in den Abgrund stürzen, indem du es löschst, das letzte. Ist halt, ja, wie soll ich sagen, es ist halt typisch japanisch. Es ist sehr, sehr, sehr... Aber es kommt doch gar nicht aus Japan, das Spiel. Doch. Es kommt doch aus, ich dachte, nee, war das nicht Korea? Namco Bandai ist Publisher und From Software ist ein japanischer Entwickler. Ich dachte, das wäre Korea, Moment. Nee. From ist japanisch. Die haben angefangen mit richtig grottigen Rollenspielen, 93 für die PlayStation 1, glaube ich. Nee, was, 93? Kingsfield auf jeden Fall war ihr erstes Spiel. Die ersten drei kamen für PlayStation und Kingsfield 4 kam dann für PlayStation 2, dann kamen noch welche für die Vita, glaube ich, für die PlayStation Vita und dann kam Demon's Souls und dann Dark Souls. Und jetzt durch Demon's Souls wurde der Hype so ein bisschen geschürt und Dark Souls war eben sehr erfolgreich. Wie Korea. Ist das echt ein Koreaner? Nee, oder? Dann sind die Schriftzeichen... Nee. From Software ist wirklich aus Japan, habe ich gerade nachgeguckt. Ja. Ach, Rollenspiele haben immer so eine tolle Musik. Der hier ist richtig gut. Da kriegst du bei den meisten Stücken Gänsehaut. Ist na gut. Das Beste. Weil das Spiel kein Stück asiatisch aussieht, finde ich so gar nicht asiatisch. Es ist halt extrem westlich geschnitzt, sage ich mal. Aber es ist wirklich alleine von der Geschichte her sehr, sehr japanisch, glaub mir. Es ist nicht so wie die westlichen Rollenspiele hier. Story, bam, ins Gesicht. Ich habe gerade mal gegoogelt. Also From Software ist Korea. Japanisch. Mann. Ist Korea! Koreanisches Japan! Südjapan! Na gut! Aber liebe Leute, wir haben jetzt schon gut überzogen, würde ich sagen. Beenden wir das Ganze mal. Ist ja auch unter der Woche. Ich sehe schon, die Leute wollen ins Bett schon ein bisschen. Also ich gehe jetzt also auf den Teamspeck gleich wieder gucken, aber vorher noch zwei Videos. Und zwar Le Floyd und GameStar Story Trailer. Ich würde sagen, dass mal am Mittwoch, würde ich sagen, wollen wir ein bisschen Starbounden, wenn Luna so einen Monitor hat, oder? Wenn er da ist! Ja, gut, ich meine, das wird ja nicht. Bis abends um 8 wird er ja wohl da sein, wenn er Mittwoch kommt, oder? Wenn nicht, dann harzen wir halt noch ein bisschen. Wenn's geht. Ja, eigentlich habe ich ja einen Plan geschrieben: Castlevania, mal gucken. Na gut, jetzt schreiben sie alle Korea. Korea, Korea, Korea. Ja, du kannst in die Badewanne, Blood Red Shoe. Berlin, okay. Berlin. Ich beende den Stream. Liebe Leute, es war schön, dass ihr da wart, hat mich sehr gefreut. Auch die Gäste, die da waren, hier, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr zugesagt habt. Und jetzt werde ich in Skype angeschrieben, wahrscheinlich beschwert sich der Melli, dass wir ihn nicht doch noch eingeladen haben. Der ist doch in der Konfi, oder? Eigentlich schon, ja. Na gut, er wollte noch aufnehmen für einen Urlaub und so. Naja. Wollte ich eigentlich auch, Bruder. Oh. Ja, jetzt kannst du ja mach. Na gut, liebe Leute, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht und schlaft recht gut. Jojo. Wir sehen uns Mittwoch, spätestens. Bis dann, tschüss. Nicht in den Videos. Tschüss.